Ganz herzlich willkommen zu diesem Abend im Haus am Dom. Und alleine die Anordnung dieses Raumes ist eigentlich schon die Erklärung des Themas unseres heutigen Abends. Wenn wir uns fragen, schöne neue Corona-Welt, dann sitzen wir in diesem Moment mittendrin. Wir haben uns in der Frankfurter Rundschau, wie jedes Medium, mit der Frage früh beschäftigt. Wir haben eine Sache anders gemacht. Wir haben bereits im März damit begonnen zu fragen, was kommt eigentlich nach Corona? Und ist es eine Pandemie oder ist das auch eine Chance, unser Verhalten zu überdenken, bestimmte liebgewordene Gewohnheiten, aber auch bestimmte kaputte Gewohnheiten oder bestimmte Gesellschaftsstrukturen zu überdenken und neu zu strukturieren. Wir haben das in einer Serie gemacht, die hieß Die Welt nach Corona, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Denker, Denkerinnen geschrieben haben. Und wir wussten damals, als wir begannen, nicht, wie es weitergehen wird. Wir wussten nicht, geht es wieder weg? Bleibt es so? Ist es eine Welt mit Corona? Oder gibt es eine Welt nach Corona? Und wir freuen uns umso mehr, dass wir heute Abend zumindest 40 von Ihnen wieder hier live im Haus am Dom begrüßen dürfen. Und wie viele auch immer bei YouTube an den Streaming-Kanälen. Und wir freuen uns sehr, dass wir eine ganz konventionelle und dann doch wieder unkonventionelle Veranstaltung ansagen dürfen, die unser Moderator Richard Meng, der Vorsitzende der Karl-Gerold-Stiftung, moderieren wird, die zusammen mit der Frankfurter Rundschau heute fragt, schöne neue Corona-Welt, wie geht es weiter? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, schönen Dank. Das war Thomas Kaspar, der Chefredakteur der Frankfurter Rundschau. Auch von mir herzlich willkommen, alle, die hier im Saal sind und alle, die uns zuschauen oder zuhören in irgendeiner Form. Ich muss immer sagen, zu Beginn solcher Veranstaltungen in reale Gesichter zu schauen, ist etwas unheimlich Schönes. Das merkt man vielleicht erst, wenn man es nur noch sehr, sehr selten erlebt in Diskussionsveranstaltungen. Und ob wir und inwiefern wir und in welchem Umfang wir in Zukunft in dieser Gesellschaft miteinander diskutieren werden, ist eine der vielen Fragen, die sich natürlich stellen. Also willkommen auch von mir. Wir haben, wie ich finde, eine ganz tolle Mischung von vier Mitdiskutierern und Mitdiskutiererinnen zusammen. Zwei sind zugeschaltet. Ursprünglich war nur eine Zuschaltung mit Herrn Hawks geplant. Aber Frau Barlow musste leider auch sich zuschalten lassen, weil sie ist im IG Metall-Vorstand. Im Bundesvorstand, sie lebt aber als Betriebsratsvorsitzende in Brandenburg, das ist die Stadt Brandenburg an der Havel und wäre normalerweise heute Abend in Frankfurt gewesen. IG Metall hat alle bundesweiten Sitzungen schon wieder umgestellt auf virtuelle Sitzungen und das ist der Grund, warum wir Frau Barlow jetzt auch zugeschaltet haben. Trotzdem ist es ganz toll, dass sie dabei ist, weil sie eine Perspektive einbringt aus der Arbeitswelt, die in diese Diskussion hineingehört. Und Herrn Hawks, vielleicht kennen Sie ihn aus seiner Frankfurter Zeit noch mehr als aus seiner jetzigen Zeit, ist aus Wien zugeschaltet. Hallo Herr Hawks, hat auch gerade ein Buch geschrieben über das Leben nach Corona, das so viel Werbung, finde ich, muss sein. Ein spannendes Buch, er ist sozusagen der Spezialist für unser Thema, als jemand, der drauf guckt auf die Debatte. Hier haben wir Frau Schulz-Asche, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Main-Taunus, zuständig ein bisschen für die Pflegepolitik auch im Bundestag, aber hier sind Sie vor allem auch, weil wir eine Vertreterin, einen Vertreter der Politik mit dabei haben wollen, weil wir auch darüber diskutieren, was macht das mit unserer Demokratie, was im Moment passiert, mit unseren Parteien. Und Herrn Quast ist wahrscheinlich der, den Sie in Frankfurt am besten kennen, als Chef der Volksbühne im Großen Hirschgraben mit neuer, fester Spielstätte, wie ich auch erst gelernt habe, weil ich selber in Berlin wohne, gebe ich zu, habe ich nicht alles auf dem Schirm gehabt. Jemand, der uns erzählen kann aus eigener, vielleicht auch leidvoller Erfahrung, was diese Situation, in der wir gerade leben, mit der Kunst macht. Mit der Kultur und mit den Kulturschaffenden und den vielen Menschen, die kreativ arbeiten. Das ist unser, wie ich finde, tolles Podium. Und ich stelle mir den Ablauf so vor, dass ich zunächst mal beginne, einzeln mit Ihnen ein bisschen in den Dialog zu gehen zu Ihren jeweiligen Erfahrungsfeldern. Dass wir in dieser ersten Stunde dann miteinander diskutieren.
vielleicht auch schon herausarbeiten, was die kritischen Punkte sind für die Zukunft. Denn wir wollen nicht einen Jammerabend machen, wir wollen darüber reden, was kommt auf uns zu, wie gehen wir damit um und was ist daran vielleicht ein Fortschritt, was ist vielleicht daran ein Rückschritt. Und dass wir Sie dann einbeziehen, wenn Sie mögen und Fragen haben oder Anmerkungen haben, in der Zeit nach der ersten Stunde. Ich glaube, die Technik hat Thomas Kaspern noch nicht erklärt. Das wird so sein, dass Sie bitte, wenn Sie Fragen haben, Bemerkungen haben, die über einen Zettel an Frau Schwarzkopf geben, die das dann hier einspeist. Den Zettel also bitte weiterreichen, weil wir jetzt hier nicht umeinander laufen sollten und können. Dank nochmal dem Haus am Dom vorab. Ich finde das ganz toll, welche Technik Sie hier auch aufbieten können. Diese Kamera, habe ich gelernt, ist die Kamera, in die ich schaue, wenn ich die Zugeschalteten angucke. Dann gibt es die anderen Kameras noch. Es ist wirklich perfekt und es ist etwas, was man, das ist vielleicht auch nochmal ein Lernpunkt, in kleineren Städten nicht so einfach wird haben können, dass man trotz dieser widrigen Bedingungen miteinander reden kann, dass das im Internet perfekt übertragen wird. Auch das ist etwas, was Großstädte vielleicht ein bisschen heraushebt, wo wir aber alle gemeinsam Erfahrungen machen, die wir für die Zukunft nutzen können. So viel als Vorrede, lassen Sie uns einsteigen und ich würde gerne mit der Arbeitswelt anfangen, Frau Barlow. Brandenburg an der Havel, ich erkläre nochmal für alle, die das nicht so genau kennen, liegt zwischen Berlin und Magdeburg, etwa auf der Hälfte, würde ich sagen, aus meiner Ortskenntnis. Sie sind dort Betriebsratsvorsitzende einer Traditionsfirma, die Getriebe herstellt für Traktoren und andere Großmaschinen. Naja. Wenn das richtig ist, wenn es nicht richtig ist, ergänzen Sie es bitte, aber was ich vor allem von Ihnen wissen will, ist, wie hat sich denn eigentlich bei Ihnen der Alltag verändert, als Betriebsrätin, aber auch als jemand, der in der Arbeitswelt verankert ist? Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Ja, prima. Gut. Also, wie gesagt, ich komme aus einem großen Traditionsunternehmen. Ja, wir stellen nicht nur, wir haben früher mal Getriebe für Traktoren hergestellt, mittlerweile sind es große, schöne Autos. Getriebe ja, aber immer noch. Bei uns, wie haben wir Corona erlebt? Also erstmal natürlich haben wir festgestellt, dass es die schönen Pandemiepläne, die es so gibt, die ja bei Unternehmen auch zertifiziert sind, halt oft nur Papier sind und nicht sehr belastbar waren, als wir im Februar, Ende Februar, Anfang März immer mehr mit dem Thema Corona konfrontiert wurden. Und wir haben auch festgestellt, dass das Thema komplett unterschätzt wurde. Es hat uns ja, wie gesagt, alle überrollt. Und wir haben dann ganz viel auch als Betriebsräte zu tun gehabt, um unsere Unternehmen nach dem Shutdown oder während des Shutdowns überhaupt wieder fit zu machen, um überhaupt wieder arbeiten zu können. Das ist in Industriebetrieben besonders wichtig. Man hört ja heute viel von Homeoffice, aber ich sage ganz ehrlich, bei uns der überwiegende Teil hat Anfang Mai begonnen wieder zu arbeiten und ich würde mal so einschätzen, 80% der Kolleginnen und Kollegen sind wieder im Unternehmen tätig. Das hat uns wirklich sehr viel Anstrengung und Fleiß gekostet und wir können froh sein, dass wir auch ehrlich gesagt vom Bundesministerium für Arbeit da einen tollen Arbeitsschutzstandard oder eine Arbeitsschutzregel an die Hand bekommen haben, um überhaupt ein Hilfswerkzeug zu haben, wie man Arbeitsplätze Corona sicher halbwegs gestalten kann. Die Gewerkschaften, Frau Barlow, setzen. Aber mittlerweile, muss ich sagen, läuft es sehr gut. Und das ist auch nicht bloß in Brandenburg so. Also die ZF ist ja ein großer Konzern, weltweit tätig. Und wir haben also relativ wenig Ansteckung auch auf der ganzen Welt in den Betrieben. Ich glaube, da ist uns ganz gut was gelungen. Ja, können wir gerade noch mal bei Homeoffice bleiben. Die Gewerkschaften haben sich ja sehr aus dem Fenster gelegt und gleich ein Recht auf Homeoffice gefordert, der DGB zumindest, ich weiß nicht, wie die IG Metall das sieht. Ist das nicht vielleicht ein Punkt, wo wir sagen, da gibt es einen Modernisierungsschub? Ja, sicherlich gibt es da auch einen Modernisierungsschub, aber ich muss da auch ein bisschen die Erwartungshaltung bremsen. Also wir sehen das auch bei uns. Ich habe es ja eben schon gesagt, also es kann nur ein kleiner Teil wirklich im Homeoffice, wenn wir die Begriffe mal teilen. Es gibt ja das mobile Arbeiten, das hatten wir auch vorher schon, wo also man bestimmte Tage, auch die man auch zur freien Wahl hat, man für bestimmte Arbeiten auch nicht im Betrieb anwesend sein muss. Im Homeoffice ist es ja eigentlich klassisch so, dass man wirklich zu Hause arbeitet. Da haben wir sehr wenig Arbeitsplätze, wo das möglich ist. Und ich glaube, das ist nicht nur im Industrieunternehmen so, sondern in ganz vielen anderen Branchen, wo es auch nicht so sein wird, dass man immer nur von zu Hause arbeiten kann. Also deswegen wird sehr viel
vorher jetzt diskutiert, nur Homeoffice, aber ich glaube, das ist nur ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft, der das auch wirklich so machen kann. Wir stellen fest, also einmal, als wir den Shutdown hatten, als wirklich sehr viele Leute nur zu Hause gearbeitet haben, dass eben Vorgesetzte erwartet haben, dass Eltern, also Väter und Mütter, nebenbei ihre Kinder betreuen, was ein Unding ist. Also ich glaube, wer selber Kinder großgezogen hat, der weiß, wovon ich da spreche. Wenn man jetzt vielleicht ältere Kinder hat, dann mag das alles gehen. Aber wenn man Kinder hat, die noch im Vorschulalter oder auch in der Grundschulalter sind, dann ist es oft ein Unding. Und es wird halt oft von Vorgesetzten erwartet, dass man sozusagen das alles vereint. Es ist ja auch immer schön, wenn man mal googelt und sucht Bilder zum mobilen Arbeiten. Dann sehen Sie garantiert irgendeine Frau, die ein Baby auf dem Schoß hat und einen Laptop vor der Nase. Das ist aber nicht unbedingt Arbeiten. Also man kann da sicherlich mal E-Mails checken, aber ob das als Arbeiten bezeichnet werden kann, ist eine andere Frage. Wir stellen halt schon fest, es ist halt für ein kreatives Arbeiten auch oft erforderlich, dass man in Teams zusammenkommt, dass man sich gegeneinander befruchtet, und das ist alles beim Homeoffice nicht ganz so einfach. Und wir merken halt, wie instabil Leitungen sind. Also das Thema, dass man, also gerade auch wenn man mit anderen Kollegen gemeinsam Sitzungen macht, eben doch nicht alles so einfach vonstatten geht, schon von der Technik her, dass man oft die Mimik nicht sieht. Also wir merken es ja an der Veranstaltung heute, es fehlt auch so ein bisschen, sage ich mal, die Seele oder das Ganze drumherum, wenn man das halt alles nur aus der Ferne macht. Und wir müssen aufpassen, dass Kollegen oder Kolleginnen sich auch nicht entfremden. Wir sehen halt auch oft keine Mimik, wie gesagt. Also sonst, wenn man im Betrieb jemanden sieht, dann sieht man, ob er sich wohlfühlt oder nicht wohlfühlt. Das sieht man aus der Ferne nicht so. Man bekommt also sehr wenig von den Menschen selber mit. Und ich glaube, wir brauchen für kreatives Arbeiten auch, dass wir mal zusammenkommen. Das heißt nicht, dass wir nur zusammenkommen. Man kann, glaube ich, auch nach wie vor bestimmte Arbeiten auch alleine, viel konzentrierter erledigen und vielleicht auch aus dem häuslichen Umfeld, aber nicht zu 100%. Das ist jetzt so unsere Erfahrungswelt, dass wir sagen, es leidet Projektarbeit zum Teil darunter und wie gesagt auch das fehlende... Okay, Frau Barlow, danke, das ist angekommen. Ich würde gern einen Punkt noch nachhaken nur und dann gehen wir weiter zur Kultur. Ich würde gerne noch mal fragen, wie ist denn das eigentlich mit dem Verhältnis Männer-Frauen in dieser anderen, etwas anderen Arbeitswelt? Stärkt das Homeoffice und andere Formen der digitalen Arbeit, stärkt das ein Stück weit die Möglichkeiten von beiden Geschlechtern, Aufgaben in der Familie zu teilen? Der Meinung kann man ja auch sein. Oder fängt es doch wieder an zu verfestigen, eine ungerechte, unfaire Arbeitsteilung, dass am Ende auch und gerade im Homeoffice die Frauen diejenigen sind, die Doppelarbeit leisten? Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Also ich habe eher die Befürchtung, da könnte sich wieder was verfestigen, weil ich stelle es bei uns fest, dass eben, wir haben ja auch noch Kurzarbeit, dass eben, ich sage manchmal so ein bisschen flapsig, Kurzarbeit ist in manchen Abteilungen weiblich, das sieht man eindeutig, gerade in typischen Angestelltenbereichen. Und das ist eher ein Indiz dafür, dass eben doch die Frauen meistens diese Erziehungsarbeit wieder leisten, obwohl sie ja vorher bei uns zu 100% berufstätig waren. Also wir haben gar nicht so viel teilzeitbeschäftigte Frauen. Und wie gesagt, das, was ich vorhin gesagt habe, also nebenbei so die Kinder großziehen, man kann das sicherlich, also als die Kita- und Schulschließungen da waren, zum gewissen Teil machen, aber eben nicht in Größenordnung. Und das wird aber oft von Vorgesetzten verlangt. Und dann ist wahrscheinlich so ein bisschen der Ausweichpol dann wirklich die Kurzarbeit zu sagen. Also man versucht es vielleicht zu teilen, aber ich stelle eher fest, dass doch zu größeren Teilen bei uns, wie gesagt, meistens sind es eh Männer, die bei uns beschäftigt sind, aber da, wo wir Frauen haben, die doch auffällig viel Kurzarbeit machen. Und da habe ich eher meine Befürchtung, dass es in diese typischen Geschlechterrollen abrutscht. Aber auch trotzdem, wir haben sehr viele Männer, die zu Hause sind, auch die haben sich beschwert während des Lockdowns, dass sie nicht Kinder betreuen können und nebenbei noch zu 100% arbeiten. Und man kann ja auch viele Arbeiten nicht immer erst dann erledigen, wenn die Kinder im Bett sind. Gerade wenn wir darüber reden, dass wir eben in Projekten arbeiten, dass Kollegen miteinander arbeiten müssen. Man kann vielleicht Tätigkeiten machen, die man alleine für sich ausführt, das mag alles gehen. Aber immer da, wo man auf andere angewiesen wird, da geht es halt nicht, dass man erst nach
weiß ich, 20 oder 22 Uhr den Laptop anschalten. Schönen Dank. Ich denke, darüber werden wir reden müssen nachher. Ist das Fortschritt? Was ist Fortschritt? Und wo sind da die Untiefen und vielleicht sogar Rückschritt am Ende? Wenn es eben undiskutiert bleibt und am Ende vielleicht unsichtbar für uns alle etwas passiert, was wir gerade nicht wollen. Themensprung aber, glaube nur scheinbar, in Richtung Kultur, Quast. Sie sind jemand, der mit seinem Theater natürlich erlebt, wie das wirtschaftlich ist in einer solchen Situation, aber Sie sind auch jemand, der in Frankfurt die Kulturszene ja sieht und sieht, wie Strukturen vielleicht auch schon zu beginnen zu zerfallen. Was macht diese Situation mit den Kreativen in der Stadt und wie erleben Sie Ihren Alltag im Vergleich zu der Zeit vor Corona? Ich finde es sehr mutig, jetzt schon so eine Veranstaltung zu machen, wenn ich das vorausschicken darf. Danke. Bitte. Weil ich bei mir oder bei uns die Beobachtung mache, dass es noch eine Weile braucht, bis sich das neu sortiert und bis man weiß, wohin die Reise geht. Natürlich gibt es viel zu sehen, weil auch viel gemacht wird. Also gerade in der Kultur ist ja so ein panisches Strampeln zu beobachten, weil die Kreativen Angst haben, dass man sie nicht mehr wahrnimmt und sich schlecht behandelt fühlen. Und aber was es, ich glaube, es braucht noch ein paar Monate, um zu begreifen, was passiert und auch um zu sehen, was für neue Formen es gibt. Also ich beobachte hier fasziniert die technische Ausrüstung dieser Veranstaltung mit diesen kleinen Kameras und so. Das sind Gedanken, die wir uns auch machen. Das trägt man uns auch an. Das wird gefördert, wie verrückt, digitale Aufrüstung. Wir sollen uns Gedanken machen in Richtung Digitalisierung, auch gerade im Theaterbereich, Streaming, neue Formate erfinden, das wird gefördert und wir wissen noch gar nicht, ob das der richtige Weg ist. Also, weil unsere Kunst, also wenn ich jetzt vom Theater spreche, ist ja sowas von analog. Ja. Also das ist eine Abenteuerreise, die gerade erst begonnen hat. Hat der Alltag sich denn jetzt mal jenseits von Schließungsphasen, das ändert natürlich alles, aber Sie spielen ja wieder oder Sie haben einige Termine schon wieder gehabt? Ja, natürlich. Was macht das mit einem? Ja, auch das ist, natürlich versucht man weiter zu arbeiten und seine Kunst zu zeigen und auch zu produzieren. Wir jetzt, dieses kleine private Theater, die Volksbühne im Großen Hirschgraben, wir hauen in 3 Monaten 3 Premieren raus, das hätten wir unter normalen Bedingungen gar nicht gemacht. Und jetzt machen wir das und es sind ganz kleine Formate, für die wir Förderungen erhalten, sonst könnten wir es gar nicht machen, weil eben unser wichtigstes Standbein, die Einnahmen durch Ticketverkauf wegbricht. Es geht jetzt aber nicht darum, zu jammern, sondern zu überlegen, was ist möglich. Und man sitzt in schlecht verkauften Vorstellungen, hätte man früher gesagt. Klar. Jetzt kann man sagen, es ist ausverkauft. Ja. Und versucht irgendwie in Stimmung zu kommen, ja? Ja. was wir als Theaterleute ja machen. Das und, haben Sie schon gut geschafft. Eine Atmosphäre zu erzeugen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Es ist, man könnte sagen, es ist trostlos. Man könnte sagen, es ist spannend. Wir sind erst am Anfang einer solchen, das auszuprobieren und wir müssen auch jetzt, was so Privattheater betrifft, uns überlegen, wie unser künftiges
Geschäftsmodell aussieht. Sie haben ja an dem Beifall eben schon gemerkt, das Analoge hat seine Fans und gerade bei Kunst. Natürlich, da rennt man offene Türen ein und das ist auch so eine große Sentimentalität, die dann da, der direkte Kontakt, natürlich, das ist unser Ding, das ist, was wir können und wofür wir auch geliebt werden vom Publikum, dass wir einen unmittelbaren Kontakt zum Publikum haben, dass der Funke überspringt, dass die Menschen ein Gemeinschaftserlebnis haben im Theater und da gibt es jetzt große Hürden. Mhm. Und es gibt verschiedene Versuche, diese Hürden zu überwinden, aber an den Abstandsregeln kommt man nicht vorbei. Und an der Angst des Publikums, die im Moment auch gerade wieder wächst, habe ich das Gefühl, Innenräume aufzusuchen, wo eben ein Gemeinschaftserlebnis geboten wird. Wie kommen wir da weiter? Ich habe das Gefühl, dass die Digitalisierung und die vielen tollen Kameras und so uns nur bedingt weiterhelfen, weil es ist ja nicht der Sinn des Theatererlebnisses, dass man vor einem Bildschirm sitzt. Das ist ein Abklatsch. Aber gibt es vielleicht Ideen zu sagen, mehr Open Air, mehr experimentell, mehr Street-Aktionen, sowas? Das ist eine Beobachtung, die auch Mut macht und Spaß macht, dass Open Air-Veranstaltungen gut funktionieren. Aber also das kann man ja nicht. Ich habe nie verstanden, warum die Theater im Sommer Pause machen, wenn das Wetter am schönsten ist. Naja, wir machen ja. Vielleicht macht man ja in Zukunft im Winter Pause. Vielleicht, ja. Also wir mussten unser Festival, was wir im Sommer hier machen, Barock am Main, auch absagen, weil so wie es geplant war und wie es schon verkauft war, hätte man das gar nicht durchführen dürfen. Und da muss man sich für nächstes Jahr jetzt überlegen, wie auch da mit Abstandsregeln dieses Festival überleben kann. Mit mehr Vorstellungen. Also die Künstler arbeiten mehr, weil die Menge des Publikums verteilt wird auf mehrere Vorstellungen, aber die Einnahmen bleiben gleich. Also das sind viele Fragen auch wirtschaftlicher Natur, die sich da stellen und die man irgendwie lösen muss. Und man kann jetzt nicht die Preise erhöhen, um zu überleben. Das finde ich, das darf kein Luxusgut werden, gerade bei dem Theaterverständnis, was wir haben, wo wir sagen, wir machen Volkstheater, wir wollen möglichst viele Menschen erreichen und nicht nur eine Elite, die sich das leisten kann. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, vor der wir stehen. Wie schaffen wir das, wirtschaftlich weiterhin ein breites Publikum zu erreichen? Aber wir haben weniger Einnahmen. Also das ist das, und wir wollen nicht unsere Preise verdoppeln. Das ist der falsche Weg. Wir werden heute Abend die Antworten nicht finden, aber wir müssen die richtigen Fragen lernen zu stellen. Und ich glaube, da sind wir schon ein ganzes Stück weiter auch durch das, was Sie gesagt haben. Frau Schulz-Asche, ich will jetzt mal in Richtung Politik nachhaken. Das waren ja jetzt eher zwei Schlaglichter für einen Umbruch, der, wie wir alle ihn vielleicht noch nie in der alltäglichen Form erlebt haben. Diese Ödnis und diese Tristesse, von der Herr Quast gesprochen hat, spürt man die auch in politischen Parteien, spürt man die auch in der politischen Meinungsbildung, wenn man so unterwegs ist? Ja, natürlich, weil auch wir arbeiten ja analog, also auch wir brauchen ja Publikum und wird seit langem schon kein Beifall mehr in einem Raum gehört, sondern eben vor allem in Videokonferenzen gesessen. Sie waren ja Schaltkonferenzen ohne Ende jetzt. Ja, genau. Ich kenne so viele Politiker, die mir vorjammern, dass sie tagelang in Schaltkonferenzen sitzen und wie furchtbar das wäre. Ja, geht es Ihnen auch so? Ja, es gibt beides. Es gibt die Veranstaltung wie hier, wo man tatsächlich auch im Austausch mit dem Publikum sein möchte und ja auch Resonanz haben möchte auf das, was man erzählt. Das ist ja nicht lapidar für Politikerinnen und Politiker. Aber wir haben natürlich, und das ist vielleicht die positive Seite, die sich schon herausgestellt hat, die Videokonferenzen. Man kann nicht alles damit machen und wie gesagt, dieser persönliche Kontakt fehlt. Aber ich habe festgestellt, wofür es gut geeignet ist, ist zum Beispiel für bestimmte Fachgruppen miteinander zu diskutieren. Erstens hat man den Vorteil, dass man auch zum Beispiel hier in Frankfurt, wir treffen uns mit unserer Sozialgruppe hier immer in Frankfurt, da haben die Kasselaner immer ein Problem, hierher zu kommen zu solchen Sitzungen. Sowas ist jetzt sehr viel einfacher. Das heißt, wir haben in den fachlichen Diskussionen, in den sehr
auch klar strukturierten Diskussionen haben wir eher mehr Leute, die teilnehmen, aber was natürlich fehlt, ist der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern und eben auch so ein Austausch, wirklich im Dialog auch ja, einfach auch zu sehen, wie ist die Reaktion von Menschen, das ist, sieht man ja bei der Videokonferenz nicht oder man sieht es eben nicht ausreichend. Aber es hat auch überhand genommen, weil die Tatsache, dass man solche Videokonferenzen macht, genau, also jeder, der irgendwie eine Idee hat, macht eine und immer und als Politikerin oder Politiker muss man aufpassen, dass man bei den Wichtigen dann auch tatsächlich dabei aber ist. Also das sind, ja, ist nicht einfacher geworden. Alle passen aufeinander auf und keiner hat eigentlich Lust. Ja, ach, ich bin ja für, in der Fraktion bin ich ja für Infektionsschutz zuständig aufgrund meiner beruflichen Erfahrung und auch für Arzneimittel- und Impfstoffentwicklung. Also habe so ganz spannende Themen und da war das schon ganz schön, dass ich immer gefragt wurde. Also ich musste jetzt mich nicht immer vordrängeln und sagen, ich möchte eine Videokonferenz machen, sondern ich bin auch relativ oft gefragt worden, ob ich zu bestimmten Fragestellungen eben auch an welchen teilnehme. Aber im Großen und Ganzen muss man, glaube ich, eine gute Mischung finden. Wir brauchen einfach, wir sind ja Menschen, wir brauchen menschliche, soziale Kontakte. Und mein Hauptgebiet ist die Pflege, da ist es wirklich zum Teil wirklich dramatisch, wie der Kontakt gerade von älteren Menschen, und ich rede jetzt nicht nur von den Pflegebedürftigen selbst, sondern auch von den pflegenden Angehörigen, wie der Kontakt, der soziale Kontakt abgebrochen ist, und da helfen Videokonferenzen natürlich überhaupt nicht. Jetzt sage ich mal flapsig, bei den Grünen hat man ja das Gefühl, dass sie Aufschwung haben, auch wenn sie gar nicht unterwegs sind zurzeit, weil sie können ja nicht unterwegs sein. Haben Sie irgendeine Vorstellung, wie der Kommunalwahlkampf nächstes Jahr ablaufen kann und dann der Bundestagswahlkampf? Ja, wir sind ja schwer dabei, das vorzubereiten. Wir haben hier in Hessen, haben die Grünen noch das zusätzliche Problem, dass wir kein Delegiertenprinzip haben, also sondern alle Mitglieder zu allen Versammlungen kommen können, was ja sehr basisdemokratisch ist, aber was in jetzigen Zeiten natürlich ein Problem ist. Das heißt, wir sind noch am Schauen. Kommunalpolitisch geht es. Also ich habe zum Beispiel auch auf der kommunalen Ebene, wir haben nächste Woche ist die Direktwahlaufstellung für den Bundestag im meinem Kreis, da muss man halt einen entsprechend großen Raum nehmen, aber wir haben unsere Landesmitgliederversammlung, die da dann am Ende die Liste, die Bundestagsliste aufstellt, da sind wir noch am Suchen nach einem Raum. Wir hatten mal Phasen, hatten wir 3000 Mitglieder, jetzt sind wir bei rund 8000 und wir haben ein bisschen Angst, dass die alle auf einmal kommen wollen. Wir hatten schon mal die Situation, als der erste schwarz-grüne Koalitionsvertrag abgestimmt werden sollte. Da kamen mehr Mitglieder, als wir erwartet hatten. Das ließ sich dann glücklich noch lösen. Aber wenn jetzt alle 8000 kommen, dann muss man ja schon braucht man schon Säle, die schon sehr, sehr groß sein müssen. Ja, dann können Sie ins Stadion gehen. Ja, das stimmt. Aber da brauchen Sie viele Mikrofone. Omid Nuripur sagt immer, wir müssen ins Waldstadion. Ja. Aber das, wie gesagt, wir sind dabei abzuklären. Mir fällt da immer die CDU ein. Die versucht ja, die Bundes-CDU, seit einem halben Jahr einen Vorsitz zu wählen. Frau Kramp-Karrenbauer wollte ja aufhören. Jetzt haben die Anfang Dezember den Parteitag in Stuttgart mit 1001 Delegierten und ein paar Journalisten werden sie ja auch noch reinlassen müssen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen im Moment. Ja, die haben nur den Vorteil, dass sie wissen, wie viele kommen, weil sie wissen, wie viele Delegierte sie haben. Die müssen ja abstimmen, die müssen ja den Merz wählen oder Laschet oder wen auch immer, Röttgen heißt der Dritte. Und die haben auch keine Satzung, wo drin steht, ihr könnt das virtuell machen. Richtig. Also ich denke, in dem Bereich wird sich tatsächlich auch was ändern müssen, weil wir können solche Pandemien, wie wir sie jetzt haben, können ja durchaus immer wieder passieren. Wir haben ja erlebt, dass es sozusagen auch gerade solche Viren aus Räumen kommen, wo Landschaft zerstört wird, also wo tatsächlich auch neue Viren aus Regionen kommen, wo Landschaft zerstört wird. Und von daher wird das immer wieder passieren. Aber deswegen wird man für verschiedene Szenarien auch daraus lernen müssen. Letzte Einstiegsfrage an Sie, weil es mir jetzt noch wichtig ist, dass wir mal ganz nach unten gucken. Wie findet denn eigentlich Meinungsbildung statt im Moment? Ja, das ist schwierig. Aber wie gesagt, da ist eigentlich für die Meinungsbildung an ganz konkreten Themen sind diese Videokonferenzen eigentlich ganz gut. Intern. Bei den Bürgern, wie findet das statt? Nur über Fernsehen. Klassischen Medien und natürlich, wir machen sehr viel über Social Media, aber das haben wir vorher auch schon gemacht. Und ich denke, dass auch gerade die solche thematischen Veranstaltungen, die man öffnet ins Publikum heraus, auch sicher eine Zukunft haben werden. Wie gesagt, die sind auch für manche Leute, ermöglichen sie überhaupt erst an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, wenn man nicht so mobil ist oder so, kann man plötzlich wieder auch an Veranstaltungen teilnehmen. Das heißt, unter Umständen wird das Spektrum zur Meinungsbildung auch wieder eröffnet. Also es hat seine Vorteile, insgesamt hat es, glaube ich, eher Nachteile, wie es im Moment ist.
So, Herr Horks, ich habe gelernt, ich muss da reingucken, wenn ich Sie anschaue. Das habe ich noch nicht so ganz drauf. Grüße nach Wien nochmal. Und ich würde einsteigen mit der Frage, Sie haben jetzt drei Blicke auf die Lage gehört. Diskutieren wir die richtigen Fragen hier? Ja, das kann ich nicht beurteilen. Also ich weiß nicht, ob es richtige Fragen gibt, aber es ist ja interessant, dass jeder sich was einfallen lassen muss und dass jeder konfrontiert ist mit einer Situation von Disruption. Und das ist eigentlich der Sinn oder ich glaube auch die Botschaft dieser Krise, dass sie über uns kommt als eine Art, ja, so, ich nenne das immer eine Erwartungsdisruption. Wir haben eigentlich gedacht, es geht immer so weiter wie gehabt. Und plötzlich tritt dieses Ereignis ein, was ja gar nicht so unvorhergesehen war. Es gab ja viele auch Zukunftsforscher, die vor solchen Events schon gewarnt haben, aber das ist ein anderes Thema. Und dadurch wird alles also in Disposition gestellt. Und es entsteht in der Gesellschaft eben Reibungskräfte, es entstehen Druckformen, die sich dann ausdrücken in wildesten Protesten, in Verweigerungen. Aber gleichzeitig wird alles sehr viel deutlicher, klarer, offengelegt. Ja, wo liegen, also das Virus leuchtet ja hinein in dunkle Branchen, wie die Fleischbranche ist. Es macht uns gewahr, welche sozialen Strukturen wir leben, wovon wir abhängig sind. Also das ist eben der Effekt, den ich versucht habe in meiner Arbeit, in meinem Buch auch zu beschreiben, wie solche Krisen gesellschaftliche Konsensformen quasi aufgreifen, verändern, formen können. Und das ist auch eine alte Menschheitsgeschichte, im Grunde genommen auch eine Individualgeschichte. Jeder von uns weiß, dass im Leben die Krisen das Entscheidende sind, was einen voranbringt oder eben nicht. Ja, oder also zurückwirft. Wenn man eine Krise verweigert, wenn man eine Ehekrise so beantwortet, dass man sagt, ich beharre aber darauf, dass alles wieder so werden soll wie früher, dann wird man sie nie bewältigen. Bewältigung heißt Wandel. Und das ist eben das, was diese Krise macht. Und ich glaube, dass die menschliche Eigenschaft des Staunens, sich das mal anzuschauen, wie reagieren die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, welche Werteprozesse finden plötzlich statt, was wird überprüft, das finde ich momentan sehr faszinierend. Ja, das klingt aber jetzt fast schon neugierig auf die Krise und sehr positiv. Gibt es denn nicht auch ganz, ganz viele Elemente, wo man das Gefühl hat, das wirft uns hinter Dinge zurück, wo wir dachten, wir hätten das erreicht? Ich fange mit dem Reisen mal an. Wir sind doch hineingewachsen in eine Welt, in der wir uns die anderen Länder auch selbst permanent angucken konnten und wollten, mit Neugierde. Wir erleben heute eine Situation, in der man sich, wenn man sich anderen Menschen nähert, zunächst mal überlegt, komme ich denen zu nah und nicht mehr überlegt, wie kann ich denen näher kommen? Also gibt es nicht auch sehr fundamental so etwas wie eine, ich sag mal den psychologischen Begriff, eine Regression, also eine Zurückentwicklung? Oder sehe ich das falsch? Ja, das kann sein, wenn man so daran glaubt. Ja? Also es ist ja, Sie haben ja gefragt, welche Fragen stellen wir? Aber richtig, vielleicht können wir mal richtig die Fragen andersrum stellen. Weil also das sauertöpfische Beklagen der Verhältnisse, da haben wir jetzt genug Leute. Und die Apokalyptiker ist inzwischen jeder Zweite. Boah, das geht ja noch. Interessant wäre doch, dass man mal fragt, was sind die Verluste und was zeigen uns die Verluste? Also ich habe eine Erfahrung gemacht, wie nicht so wenige Menschen. Ich war plötzlich also in diesem plötzlichen Stillstand vor einem halben Jahr. Ich bin ein Vielreiser. Ich gleiche zwar brav meine Ökokosten aus, so gut ich das kann. Ich fahre nur Elektroautos. Ich war plötzlich stillgelegt. Und in dieser Situation habe ich plötzlich gemerkt, dass vielleicht vieles an diesem Drang, an diesen Süchten auch der, also rausgehen wollen, immer mehr und immer sich ablenken, Party feiern, dass da auch etwas mir eigentlich abhanden gekommen ist. Ich habe dann eine Familiensituation mit meiner Familie erlebt. Wir hatten so eine WG, eine Sechser-WG mit unserem 80-jährigen Schwiegervater, der auch ein Risikopatient war. Und da sind wir uns in einer ganz anderen Form nahegekommen, wie es nie passiert wäre. Und dieses verblüffende Element, das kann man jetzt kleinreden und man kann sich jetzt wieder damit beschäftigen, Veranstaltungen damit zu veranstalten, dass wir uns eben gegenseitig vorjammern, was alles schlimm ist und die Defizite beklagen. Aber die Erfahrung, auch die menschliche Grunderfahrung sagt ja, dass uns diese Krisen auch aktivieren können.
Und wenn Sie es historisch betrachten, ist es wirklich erstaunlich. Gerade Epidemien haben im Verlauf der Geschichte enorme Fortschritte gebracht in einer sekundären Reaktion darauf. Die Menschen mussten nämlich darauf reagieren, durch soziale Differenzierung zum Beispiel. Also im Mittelalter waren ja die Seuchen vor allen Dingen deshalb so stark, weil die Menschen sehr eng und also mit, auch mit ihren Körperflüssigkeiten aufeinander gelebt haben. Dann kam die Renaissance. Die Cholera-Epidemien im 19. Jahrhundert haben unsere heutigen Städtebilder erzeugt. Da wurden nämlich sanitäre Anlagen gebaut und großzügigere Wohnungen. Und wir können ja heute bereits sehen, auf welchen Ebenen solche Krisen auch Fortschrittserzwingungen sind. Ja? Also wir müssen uns etwas einfallen lassen. Wir müssen unsere Arbeitsformen vielleicht ein bisschen dislozieren. Was, wenn ich mir die Entwicklung der Stadt Frankfurt anschaue, wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn diese Rush-Hour, die da jeden Tag 500.000 Leute rein und 500.000 Leute rausbringt, wenn wir die etwas anders moderieren könnten. Das wird genau passieren, weil wir nämlich, also übrigens die Zahlen vorhin standen ja so ein bisschen im Raum, wie viele Leute können in Deutschland überhaupt Heimarbeit machen. Das sind doch inzwischen in einer Dienstleistungsgesellschaft immerhin 50%. Und wir gehen davon aus, dass in einer Stadt wie Frankfurt ungefähr 20% Büroraum überflüssig werden, leer stehen werden. Ja? Jetzt kann man darüber auch wieder jammern, die Immobilienbranche würde darüber jetzt gerne jammern, aber man kann es auch als eine Möglichkeit sehen, Systeme weiterzuentwickeln, auch gesellschaftliche Systeme, die Systeme der Gesundheit. Und das ist die Frage. Ich glaube, Zukunft ist eine Entscheidung. Wir müssen uns entweder entscheiden, das Schreckliche nur zu betonen und dann jammern wir uns in Grund und Boden, oder wir versuchen herauszufinden, was uns diese Krise eigentlich sagen will. Ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich gerade darüber nachdenke, wie man Ihre positive Sicht der Krise mit dem zusammenbekommt, was Frau Barlow, Herr Quast, auch die Abgeordnete uns erzählt haben über einen Alltag, wo Ihnen, ich fasse es mal so zusammen, eher was fehlt, als dass Sie das Gefühl haben, dass Sie etwas gewonnen haben. Finden Sie das nur Cassandra, Herr Horx, oder sind wir noch nicht so weit? Naja, also das war doch, glaube ich, sehr offensichtlich. Die großen Industrieunternehmen sind ja nicht nur dabei, sich zu fragen, wie können wir unsere Arbeitsformen verändern. Das ist ein großes Gewerkschaftsthema immer schon gewesen. Und ich erlebe zum Beispiel in der kreativen Szene, dass es natürlich dieses Schock und Horror gibt, was es am Anfang gab, aber ich erlebe gleichzeitig, dass sich ein großer Teil der Kreativen, also zu denen ich mich ja auch zähle, ich habe ja auch kein Einkommen mehr gehabt, ja, von 0 auf 100 vor einem halben Jahr, dass wir uns plötzlich auch wieder neu erfinden, dass sich plötzlich neue Produktformen entwickeln, dass plötzlich ganz neue Formate entstehen, das wurde ja auch gesagt. Und die Frage ist jetzt, diese ewige Glas halb leer, halb voll Frage, ist, glaube ich, relativ sinnlos, weil es ist ja nicht so, dass uns die Krise oder dieser Virus macht uns ja gewissermaßen ein Angebot, was man ja nicht ausschlagen kann. Ja? Es sagt ja, viele Formen von Verdichtungen, die es in unserer Gesellschaft gibt, in unserer industriellen Weltgesellschaft, führen zu Mutationen. Ja? Wir sind gewissermaßen aber immer noch Teil der Natur und auch die künstliche Intelligenz und das Digitale hilft uns nicht, diese Krisen, diese Tatsache abzuschütteln. Das ist auch eine heilsame Katharsis. Also ich erlebe das momentan in einer unfassbaren Art und Weise. Unternehmen, wir arbeiten ja in unserem Institut ganz viel für große Unternehmen, für die Visionsentwicklung, tatsächlich über die Fundamente ihrer Arbeit nachdenken, dessen, was sie tun, über ihre Produkte, über das Sourcing, über die Umweltfragen. Und meine These zum Beispiel ist, dass durch diese Erfahrung auch der Topf, also der Deckel, dieser zugepresste Deckel, den wir vorher ja hatten, da hat sich ja zum Beispiel in Sachen Ökologiefragen relativ wenig bewegt, dass der abgesprengt wird und die ökologische Frage sehr, sehr viel intensiver diskutiert werden wird. Das ist nämlich heute auf dem Tisch. Auf dem Tisch sind ja die Sinnfragen, sind die menschlichen Grundfragen. Wer sind wir? Wie wollen wir leben? Wie können wir leben in einer Umwelt, mit der wir in irgendeiner Form in Kontakt treten müssen. Und wenn man sich diesen Fragestellungen öffnet und der Virus erzwingt das gewissermaßen, dann gewinnt man auch dabei. Ich glaube, wir gewinnen auch ein Stück Resilienz,
in unserer Gesellschaft, weil sich eben auch herausstellt, dass viele unserer Systeme eben gar nicht so unrobust sind, wie wir immer denken. Ja? Also das ist ja so eine Krise, die uns bei uns nicht die Steine auf den Kopf fallen wie in einem Weltkrieg, sondern es ist eine Herausforderungskrise. Wie können wir intelligente Systeme bauen, die resilienter sind? Und das ist eine Grundfrage der Gesellschaft, die ja lange Zeit auf dem Tisch ist. Also ich finde, wir sollten diese Gelegenheit ergreifen, statt dauernd dagegen zu jammern. Herausforderungskrise. Frau Barlow, Herr Quast, können Sie mitgehen? Ja, schöne. Darf ich, ja, Frau bitte, Barlow? Bitte. Klar, wir müssen uns dem stellen, das ist keine Frage. Es kann ja sein, dass man später mal sagt, der Anfang der 2020er Jahre, das war die Zeit, als die Theater aus unserer Gesellschaft verschwanden. Kann man ja sagen, kann ja passieren. Also das Gemeinschaftserlebnis wird es nicht mehr geben in der Form, wie es es vorher gegeben hat. Dem muss man ins Auge schauen. Wir machen jetzt, wir spielen nur noch Monologe und in dünn besetzten Räumen. Kann ja sein, dass es sich in diese, so wie die Dinosaurier irgendwann verschwunden sind, und es sind neue Formen entstanden, so kann es ja sein, dass das Theater, wie wir es bisher kannten, verschwinden wird oder eine totale singuläre Erscheinung wird für einige wenige. Oder vielleicht gibt es ja Geheimveranstaltungen, wo sich Leute heimlich treffen im Stadtwald und kuschelig beieinander sitzen und nach Mitternacht. Um dieses Erlebnis zu haben. Und das ist eigentlich verboten, weil man muss was Neues finden, wo man sich auf digitalem Wege begegnet, weil die unmittelbare Begegnung so nicht mehr möglich ist. Kann sein, mal gucken. Also wir müssen auf jeden Fall, also ich finde das sehr spannend, was der Herr Hock sagt, dieser Impuls, wir müssen, es wandelt sich, ja, die aber, Frage ist halt wohin. Aber ganz ironiefrei war Ihre Intervention jetzt nicht. Naja, es ist ja nicht umsonst so, dass viele Theater jetzt Beckett spielen, ja, weil wir, haben wir auch gemacht, alle waren überrascht, was macht die Volksbühne auf einmal Beckett, wir haben versucht, das auch augenzwinkernd zu machen und Menschen stecken statt in Urnen jetzt in Klopapierrollen, aber wichtig ist der Abstand, den sie untereinander haben und klar, ja, kann man damit umgehen und neue Formen finden, aber das ist für uns noch keine Lösung. Jetzt also Herr Hawks, haben Sie eingehakt schon oder darf ich Frau Barlow noch? Ja, das ist jetzt ein hysterischer Diskurs, den kann man so führen. Aber natürlich wird das Theater nicht sterben, es sei denn, es wäre sowieso schon hinfällig gewesen. Ja, und ich glaube auch nicht, das ist ja, wir wissen ja alle, dass dieser Virus irgendwann beherrschbar sein wird. Aber dass natürlich die Formen von Nähe und Distanz, auch von Körperlichkeit, sich verändern werden. Aber auch vielleicht von Intimität, von Erleben. Aber das ist ja eine Reise, auf der die Menschheit schon immer war. Also nach der spanischen Grippe vor 100 Jahren, das ist ein wunderbares Beispiel, da gab es übrigens auch erste und zweite Welle. Und die Gesellschaften, die kohärenter funktionieren konnten, die sind eben sehr viel besser durch diese Krisen gekommen und haben sich dabei auch eben neu erfunden. Und es wurden zum Beispiel in der Architektur ganz neue Formen, zum Beispiel großräumige Theaterhäuser gebaut damals oder Sportstadien. Das hatte damals übrigens alles mit den Erfahrungen von viralen Infekten auch zu tun. Ja? Also die Architektur der Großzügigkeit, der Luftigkeit, die Städte haben sich verändert. Damals fingen die Gartenstädte an. In Frankfurt hat man ja heute noch die gewissermaßen die Remains davon. Und ebenso wird es auch eine Reaktion auf diese Krise geben, die menschlichen Beziehungen wieder in einer neuen Form ordnet. Und das glaube ich auch. Ist es falsch, wenn man sich nur von den, wenn ich noch von den Ängsten leiten lässt. Ja, das kann man machen, aber das ist natürlich auch ja, unterkomplex, wie man so schön sagt. Ja, wir lassen uns auch inspirieren von dieser Zeit. 1918 hat Strawinsky ein neues Format erfunden, die Geschichte vom Soldaten, Musiktheater für kleines Ensemble. Das ist direkt aus der Erfahrung dieser Pandemie damals entstanden, dass man sagt, wir erfinden eine Wanderbühne, 7 Musiker, 4 Darsteller, so kriegen wir, das ist
Wir spielen jetzt zum Beispiel dieses Stück auch, weil es eben in derselben Situation entstanden ist. Aber das löst unsere konkreten Probleme, die wir jetzt neu haben, wirtschaftlicher Natur, löst es nicht. Da müssen wir noch erfinderisch sein und neue Wege finden, weil im Moment laufen wir in eine Sackgasse. Frau Barlow. Ja, also wenn ich das so höre, ich kann da Herrn Hawks eigentlich nur recht geben. Ich glaube auch nicht, dass die Theater sterben. Ich denke eher, man wird vielleicht sogar einen gewissen Nachholbedarf irgendwann haben, weil das ist halt so. Also im Moment geht es halt nicht und es geht vielleicht auch die nächsten 2 Jahre nicht, auf engstem Raum zusammen zu sein. Aber wenn das alles so wäre, dann wäre nach der spanischen Grippe auch alles zusammengebrochen. Ich glaube auch, die Menschen haben danach Tango getanzt und viele andere Sachen gemacht, wo man sich nahe gekommen ist. Ich denke, dass das Thema vielleicht sogar, wie gesagt, mit einem gewissen Nachholeffekt weitergehen wird. Ansonsten denke ich schon, dass auch einiges bleibt, was positiv ist. Also ich selber musste auch sehr viel oder muss beruflich sehr viel reisen. Ich nehme das schon auch positiv wahr, dass jetzt viele Reisen, die für mich gerade aus Brandenburg, aus dem Osten Deutschlands, doch immer mit einem hohen Reiseaufwand verbunden waren, auch wie gesagt zeitlich, dass ich das jetzt halt auch zum Teil eben per Skype oder per Zoom oder Teams machen kann. Es sind ja nicht immer wirklich Besprechungen, wo jetzt eine Anwesenheit erforderlich ist. Man muss das sicher, und ich glaube, das wird auch bleiben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele Konzerne, viele Betriebe auch da merken, dass Besprechungen anders möglich sind, dass man nicht immer präsent sein muss. Und ich glaube, an der Stelle wird es auch einen nachhaltigen Effekt haben auf die Reisetätigkeit, dass man das schon ein bisschen abwägt. Und was, glaube ich, auch ein großer Vorteil sein wird, ist, dass das Thema Digitalisierung in unseren Schulen, in Kitas, also generell für die jungen Menschen, die ja das Thema, das wird ihnen ja ihr ganzes Leben lang praktisch wird sie das verfolgen. Und da waren wir jetzt in Deutschland jetzt wirklich nicht so super prall aufgestellt. Also ich bin privat sehr häufig in Finnland. Ich muss sagen, da sieht das ganz anders aus. Und da haben wir noch ganz viel Luft nach oben. Aber ich glaube, dass durch Corona da jetzt auch richtig was in Gang kommt und dass eben diese Shutdowns auch bewirkt haben, dass sich eben auch an der Stelle die Schulen umstellen müssen, aber auch die Betriebe umstellen müssen, aber dass eben auch die Regierung jetzt auch für die Digitalisierung von Bildungseinrichtungen jetzt auch Geld in die Hand nimmt. Also ich glaube, das brauchen wir, das brauchen wir auch gerade später im weiterführenden Berufsleben. Und es ist halt sehr wichtig, dass man da auch schon im frühen Kindesalter mit anfängt, dass die Kinder das also intuitiv auch lernen. Und die meisten können das ja aus ihrem Privatbereich. Und insofern glaube ich schon, dass wir da auch sehr viel Chancen haben. Man muss immer gucken, also ich bin kein Freund von nur Fernunterricht, genau wie ich kein Freund bin von 100% Homeoffice. Aber wie gesagt, dass man es halt dosiert einsetzt, wie bei Dienstreisen, mal geht es, mal gibt es Veranstaltungen, da muss man halt auch präsent sein. Wenn ich Verhandlungen führe, dann gucke ich schon ganz gerne jemanden in die Augen. Ich glaube, was auch positiv ist, dass wir in dieser Zeit einen Blick bekommen haben für systemrelevante Berufe, die doch in unserer Gesellschaft ganz schön aus dem Fokus geraten sind und eben auch die Bezahlung, die teilweise ja doch sehr negativ ist, dass man darauf nochmal einen anderen Blick hat und auch das Thema Lieferketten, dass wir doch vielleicht uns darauf besinnen, uns nicht nur auf weit entfernte Lieferanten festzulegen, sondern auch wirklich wieder regionaler werden. Also ich denke, es gibt auch Chancen in Richtung Umweltschutz. Es ist auch nicht nur immer Umweltschutz, es ist auch einfach sinnhafter, kurze Ketten zu haben. Also der Umweltschutz ist dann ein tolles zusätzliches Feature dazu. Aber wir haben eben gemerkt, wie abhängig wir sind, wie empfindlich wir sind. Und ich denke schon, dass da auch viele Chancen sind, wenn man es dann auch nutzt und nicht wieder wartet und sagt, naja, mal gucken, wenn das alles vorbei ist und wir machen weiter wie gehabt. Also das ist ja immer die große Gefahr, dass man dann, wenn eine gewisse Sicherheit wieder da ist, das doch alles aus dem Auge verliert. Aber ich glaube schon, dass wir auch eine ganze Menge Chancen haben, aus so einer Krise auch gestärkt hervorzugehen. Aber dann ist es ja richtig, Frau Barlow, dass die Bundesregierung jetzt das Thema, also das Kanzleramt will es nicht, aber der Arbeitsminister das Thema Recht auf Homeoffice zumindest mit ein paar Tagen im Monat versucht zu verankern, oder?
Ich habe Sie eben jetzt ganz schlecht verstanden. Dann ist es doch richtig, wenn Sie sagen, die Chancen muss man ergreifen, die Diskussion muss man nutzen, dass jetzt die Diskussion über Homeoffice im Arbeitsrecht Fahrt aufnimmt. Und es gibt ja da auch einen Gesetzentwurf, wie man immer den im Detail verändert, aber dann ist das ein richtiger Impuls, oder? Der Impuls, der ist auf jeden Fall wichtig, aber wie gesagt, man muss halt immer gucken, es kann nicht sein, also gut, jetzt sind die Kitas und Schulen wieder offen, ich glaube, jetzt ist auch niemand verpflichtet, neben dem Homeoffice jetzt auch immer noch die Kinder zu betreuen, das ist ja eigentlich das, was wir erschwerend in dieser Shutdown-Phase dazu hatten. Aber ich denke mal, im normalen Arbeitsleben, wenn die Kinder, wie gesagt, die Schule oder die Kita besuchen, dann ist das sicherlich schon eine Möglichkeit, wo man gut arbeiten kann und wo man vielleicht auch manches besser vereinbaren kann, weil man eben nicht morgens abgehetzt losrennen muss und im Stau steckt. Da, glaube ich, ist was auf dem richtigen Weg, aber wir müssen eben trotzdem noch gucken, es gibt auch eine Menge Berufe, auch außerhalb der Industrie, wenn ich an Pflegeberufe denke, wenn ich an den Handel zum Teil denke, also wenn wir nicht nur in Online-Handel wollen, dann denke ich schon, dass da auch ein Teil ist, der nicht im Homeoffice arbeiten kann und wir müssen aufpassen, dass sich die Gesellschaft da nicht extrem spaltet, weil sowas nämlich auch schon zum Teil bei uns im Betrieb war, dass eben die einen die Chance hatten, auch im Homeoffice zu arbeiten, wo eben eine Kinderbetreuung nicht möglich war und dass es aber auch viele Beschäftigte gibt, die halt eine Anwesenheitspflicht im Betrieb haben oder in Krankenhäusern haben oder in Pflegeeinrichtungen haben. Und wir müssen halt auch aufpassen, dass wir die Gesellschaft hier nicht spalten. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, den man im Fokus haben muss. Frau Schulz-Asche. Ja, ich glaube natürlich, wenn wir aus dieser Krise rauskommen, es wird neue Formen geben. Aber gerade Homeoffice ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, mit meinem Mann jeden Tag zu Hause in der gleichen Wohnung zu arbeiten. Das möchte ich einfach nicht. Und ich mir lange auch nicht. Aber natürlich gibt die Flexibilität ist angesprochen worden. Aber ich finde auch, man muss auch lernen, zu Hause zu arbeiten, sich den Tag einzuteilen. Es geht. Ja, das geht. Aber ich glaube, dass man schon auch strukturiert arbeiten können muss, um das durchzuhalten. Also man braucht auch bestimmte Fähigkeiten, vielleicht auch sogar Fortbildungen, um vernünftig Homeoffice zu organisieren. Ich habe mich nochmal gemeldet, weil wir haben jetzt so ein bisschen geredet über die Chancen, aber wir zu einem Zeitpunkt, wo wir doch eine ganze Reihe von Menschen haben, die in existenziellen Krisen aktuell sind. Also diese Möglichkeiten, nach vorne zu denken, die denken da im Moment nicht dran. Die sind froh, wenn sie ihren Alltag organisiert kriegen. Das gilt ja nicht nur für Künstler, sondern es gilt auch für Menschen, die befristete Arbeitsverträge haben oder die überhaupt irgendwo als Hilfsarbeiter gearbeitet haben. Das sind alles Leute, die im Moment tatsächlich existenziell in einer großen Krise sind. Und ich weiß nicht, ob wir mit den sozialen Maßnahmen, die es ja auch gibt, diese Gruppen tatsächlich alle erreichen. Von der Pflege weiß ich, dass viele, auch gerade Angehörige, die zu Hause pflegen, gar nicht in der Lage sind, sich zu artikulieren. Das konnten sie vorher schon nicht und jetzt haben sie noch zusätzlich die Angst, überhaupt vor die Tür zu treten. Das sind tatsächlich Situationen, wo ich finde, wo wir als Politik hingucken müssen, was uns nicht davon abhalten sollte, in die Zukunft zu schauen. Aber ich glaube, für viele Leute ist die Gegenwart noch so bedrohlich, dass sie noch gar nicht die Kraft haben, auch neue Wege tatsächlich für sich selber zu entwickeln. Es kommt sicher, aber da denke ich, da müssen wir noch mal einen Blick drauf werfen. Wir haben auch, wie gesagt, ich bin für Pflege zuständig, viele Pflegefachkräfte, die haben die letzten Monate, seit einem halben Jahr, also gerade auf den Intensivstationen und in den stationären Einrichtungen, arbeiten die seit einem halben Jahr über dem Limit. Und die Frage ist, was passiert jetzt eigentlich in der zweiten Welle? Erwarten wir, dass die weiterarbeiten über Limit? Ich habe jetzt ganz viele Rückmeldungen aus den Kollegenkreisen gehört, die gesagt haben, wenn es hier vorbei ist, dann steige ich aus, dann mache ich was anderes. Also auch da sind auch Gefahren, die man, finde ich, auch sehen muss und die wir auch adressieren müssen, nicht nur als Politik, sondern auch als Gesellschaft. Wobei ich finde, wir sind uns auch schon viel zu einig wieder, dass das alles auch Vorteile hat. Natürlich hat es die, aber es hat doch auch immense Risiken, wenn wir plötzlich darauf zurückgeworfen sind, wieder auf die biologische Familie, von der viele von uns gedacht haben, naja, die ist wichtig, aber meine Peer Group und mein Freundeskreis ist mir genauso wichtig. Wenn wir reisen, habe ich schon angesprochen, dieses in der Welt unterwegs zu sein. Warum sind wir das, Herr Hawks? Widersprechen Sie mir, ich muss Sie jetzt mal ein bisschen gegeneinander treiben. Ja.
warum sagen Sie das? Ich glaube, das sind auch Projektionen immer. Wir haben doch gleichzeitig erlebt, dass Menschen ihre sozialen Beziehungen in vielerlei Dimensionen überprüft haben. Ich habe viele meiner alten Freunde wieder gefunden, weil man natürlich auch Nähe in so einer Krise sagt. Und das zurückgeworfen, das ist halt wieder eine kleine, also es ist ja so, wie man in den Wald ruft, so schallt es auch heraus. Und das kann schon sein, dass natürlich haben Beziehungen, die nicht zueinander passten, haben eine Katharsis erlebt in diesem Lockdown. Aber auf der anderen Seite hat die Gesellschaft auch Energien freigesetzt und die Menschen haben auch angefangen, sich über ihr Leben Gedanken zu machen und es anders zu formen und wahrzunehmen. Und Freundeskreise gehören mit Sicherheit dazu. Es gibt natürlich immer einen Anteil von Menschen, die vereinsamt sind und deren Einsamkeit ist noch deutlicher geworden. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt wieder in diese Richtung bejammern, dann versäumen wir eine produktive Krise. Ja? Dann sind wir nicht mehr in der Lage, eigentlich das zu tun, was Menschen können, nämlich auf Herausforderungen auch zu reagieren. Ja? Also zu reagieren im Sinne von, was machen wir damit? Was tun wir damit? Und das, finde ich, ist ungeheuer wichtig, dass wir auch ein bisschen mal über unsere Zukunftskultur quasi nachdenken. Ja? Wir haben ja, ich glaube, eine der großen Seuchen in unserer Gesellschaft ist die Negativität. Und auf Negativität kann der Populismus wunderbar gedeihen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass diese Energien freisetzt, dass sie auch den Populismus zum Beispiel deutlicher macht, dass sie ihn in eine bestimmte Ecke bringt. Ich habe zum Beispiel, ich lebe ja hier in Wien, wir haben gerade eine Wahl hier, eine Stadtwahl in Wien gehabt, in der die Populisten massiv abgesackt sind. Und das ist kein Zufall, weil natürlich in solchen Krisen wird ja auch etwas deutlich, nämlich wer operiert mit welchen Intentionen, ja? Was ist der Stil der Gesellschaft. Und in anderen Gesellschaften, wie zum Beispiel in Amerika, sieht man, dass Covid im Grunde genommen die Spaltung vertieft. Das ist da wirklich diese Krise, ja, man könnte sagen, wie so ein Vulkan reif macht, die in der Gesellschaft aber auch vorher schon drin war. Und ich glaube, die Krise ist auch eine Aufforderung an uns alle, konstruktiv zu werden. Und konstruktiv werden heißt auch mal konstruktiv denken. Also welche anderen Gesellschaftsvorstellungen können wir denn haben? Was können wir daraus lernen? Wo kann es denn tatsächlich hingehen? Es ist kein Zufall, dass momentan die ganzen großen Unternehmen sich überlegen, wie stellen sie sich in Bezug auf die globale Erwärmung auf? Weil es ist ja so, die Krise ist im Grunde genommen eine Vorübung für das, was jetzt vor uns steht, nämlich die große Auseinandersetzung um die Erderwärmung. Das ist wirklich das, was alle Menschen und alle gesellschaftlichen Teile massiv beschäftigen wird und muss in den nächsten Jahren. Und dafür hat man heute eine ganz andere Stimme, ja, weil natürlich auch das gesellschaftliche Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft und Staat wird ja auch hinterfragt. Ja. Also wenn wir uns so verhalten, dass andere Menschen nicht angesteckt werden, das ist ja eine ethische Haltung. Und etwas sehr Ähnliches werden natürlich die Jüngeren, die jetzt in der Krise geholfen haben, die Älteren und Schwächeren überwiegend geholfen haben. Wir wissen alle, dass es da Ausnahmen gibt und dass es heute auch Exzesse gibt in manchen Städten wieder, die ein Problem darstellen. Und das wird natürlich in der nächsten Runde der gesellschaftlichen Entwicklung wird das auch eingefordert werden, weil wenn die Jüngeren das gemacht haben, dann vorher haben die Älteren gesagt, wir werden uns aber nicht bewegen in Bezug auf die ökologische Frage, dann bringt das natürlich gesellschaftliche Konfliktlinien auf den Teppich, also in die Sichtbarkeit. Und ich finde, das ist eine positive Entwicklung. Es geht dann ums Ganze, genauso wie es in der Krise jetzt auch ums Ganze geht. Ich gucke jetzt mal ein bisschen suchend ins Publikum, weil wir langsam in die Zeit kommen, in der wir Ihre Fragen gerne einbeziehen, wenn Sie welche haben oder auch Anmerkungen. Das müssten Sie dann nur mit Frau Schwarzkopf organisieren. Haben Sie denn was aus dem Netz? Aus dem Netz habe ich nichts. Ich habe tatsächlich schon zwei Fragen aus dem Publikum. Die erste ist von Hans-Albert Link, Mitglied des Vorstandes Caritasverband für den Main-Kinzig-Kreis. Haben wir verlernt oder nie gelernt, Unsicherheiten über längere Zeit auszuhalten? Hat er gesagt, an wen die geht? Ans Podium direkt. Nee, an alle? Kein an alle, ja. Frau Schulz-Asche, mögen Sie? Haben wir verlernt,
Unsicherheiten auszuhalten? Ja, als Gesellschaft, also wir haben ja, es ist ja nicht so, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten keine Probleme hatten. Ich bin ja jetzt nicht so, ich bin jetzt irgendwie über 60, aber ich kann mich an einige Krisen erinnern, die auch mit sehr viel Unsicherheit verbunden waren. Von Atomwaffen angefangen über alle möglichen Probleme. Also, ja, aber so in den Alltag hat doch eine Krise selten eingegriffen. Das stimmt, vor allem nicht der ganzen Gesellschaft. Aber ja, was die Kernantwort ist ja, oder was auch vielleicht eine, ich will jetzt nicht sagen eine positive Seite, aber was zeigt, dass wir doch eigentlich eine sehr gut funktionierende Gesellschaft haben, ist, dass die Solidarität untereinander doch relativ früh auf dem Plan war. Die Menschen haben sich nicht zurückgezogen und haben gesagt, mir ist egal, was mit den anderen passiert, sondern überall in den Alltagsbereichen hat es eigentlich eher ein solidarisches Verhalten. Wir lassen die Leute nicht alleine, wir gehen einkaufen, wir unterstützen, wir suchen wieder Kontakte. Ich habe auch zum Beispiel Kontakte plötzlich wieder zu Personen, die ich lange nicht kannte, die aber schwer krank sind. Zu denen habe ich inzwischen wieder Kontakt, weil die den Kontakt gesucht haben, beziehungsweise in einigen Fällen auch ich. Und ich glaube, dass wir eine solidarische Gesellschaft sind, das ist schon auch eine positive Erkenntnis. Die Frage ist nur, wie lange wir das durchhalten. Und die Verunsicherung ist klar, weil wir haben am Anfang, wir wussten ja nicht mal, was es für ein Virus ist, wie wird es sich verhalten, wie tödlich wird es sein und so weiter und so fort. Inzwischen wissen wir ja mehr, aber das Hauptproblem ist, dass die Menschen jetzt ein wachsendes Bedürfnis haben, wieder in den normalen Alltag zurückzukehren, egal wie der aussieht. Und glaube ich, müssen wir mehr drüber nachdenken, weil die Vereinzelung, die Vereinsamung schon ein dauerhaftes Problem ist und manche Leute wirklich aus der Gesellschaft rauskatapultiert. Deswegen bin ich auch eine große Anhängerin von nicht so viel zu verbieten, sondern tatsächlich konzeptionell Angebote und Vorschläge zu machen, wie man seinen Alltag auch mit Familie, auch mit Freunden wieder besser leben kann. Weil das ist, glaube ich, für uns als Menschen die Grundvoraussetzung, dass wir nicht nur auf Bildschirme gucken, sondern dass wir auch Menschen in der Nähe haben, mit denen wir uns eben austauschen können. Und diese Grundhaltung, die müssen wir auch wieder herstellen und müssen wir anstreben, dass es mal Phasen gibt, wie einen völligen Lockdown ist. Ist richtig, aber wir müssen jetzt auch wieder Formen finden, wie wir tatsächlich Alltag einigermaßen normal leben können. Politik schafft dann, versucht Sicherheiten zu schaffen, dann kommen solche Zahlen zustande, 50 Infektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner und nach 2 Wochen ist die Zahl überholt und dann ist die Verunsicherung noch größer. Ja, ich glaube, Politik hat im Moment tatsächlich ein Kommunikationsproblem, weil wir, liegt auch ein bisschen daran, dass wir Bund und Länder haben, die Länder und die Landkreise und Städte für bestimmte Aufgaben zuständig sind und für Außenstehende, das manchmal schwer ist, überhaupt nachzuvollziehen, welche Regeln gelten gerade für mich, für diese Aktivität, die ich jetzt machen möchte. Und auf der anderen Seite sind manche Regeln ja auch nicht unbedingt durchschaubar. Ich nehme mal jetzt ein ganz einfaches Beispiel, weil das fast überall gilt, wenn man zu Hause in seiner Wohnung eine Fest machen möchte, soll man nicht mehr als 25 Leute einladen. Das ist sozusagen, was kommuniziert wird. Jetzt gibt es aber Leute, die haben eine Wohnung mit 250 Quadratmetern und andere mit einer Wohnung mit 25 Quadratmetern. Das heißt, die Frage ist doch, wenn ich eine 25 Quadratmeter Wohnung habe, wie mache ich denn eine private Feier? Und wir wissen alle, dass am Ende von einer guten Party stehen sowieso alle in der Küche und es ist der kleinste Raum. Das heißt, wir haben noch ein soziales Bedürfnis und wir müssen eher wieder darüber nachdenken, wie wir trotz dieses Rücksicht nehmen, trotz diesem Einhalten der AHA-Regeln, also Abstand halten, Hygiene, Masken tragen, wie wir es trotzdem schaffen, eine normale menschliche Umgangsform wieder hinzubekommen. Sonst werden wir einfach sehr viele Menschen, die nicht dazu in der Lage sind, am sozialen Leben teilzuhaben, die schon vorher Probleme hatten, die werden wir verlieren und das sollten wir irgendwie, also ich finde jedenfalls, wir sollten versuchen, das zu vermeiden. Wobei, ob wir verlernt, bitte, Beifall, ja. Ob wir verlernt haben, mit Unsicherheit umzugehen, ist natürlich eine Frage, wo ich denke, bei der Kultur gab es eigentlich nie was anderes als Unsicherheit, oder? Das ist richtig. Wir sind ja Spezialisten darin, mit Unsicherheiten umzugehen.
Eine positive Erfahrung, die ich gemacht habe, ist in der Tat, dass es kleine private Initiativen gibt, die zu großer Herzlichkeit und zu schönen positiven Erlebnissen sehr viel positive Energie gebracht haben. Ja, dass man quasi im kleinen Rahmen Kunsterlebnisse möglich macht, was jetzt die darstellende Kunst betrifft. Am Rande nur, ich glaube, die großen wesentlichen Kunstwerke, die aus dieser Pandemie-Erfahrung entstehen werden, die sehen wir in 5 oder in 10 Jahren. Im Moment geht es ja von der Hand in den Mund. Und es gibt tolle Initiativen, die darstellende Kunst ermöglichen, im kleinen Rahmen, wo man dann vielleicht ableiten könnte, es wird dann doch eine Art Luxusgut, die darstellende Kunst oder die Kunstrezeption. Es gibt wichtigere Dinge. Ja? Das ist vielleicht eine bittere Erfahrung, die wir aber schlucken müssen. Und in 2, 3 Jahren hat sich die Lage vielleicht so normalisiert, dass man wieder große Theatererlebnisse hat oder in den Zirkus geht oder im Stadion dicht an dicht miteinander schreit und schwitzt. Aber zunächst mal ist es so eine Art Biedermeier-Entwicklung, dass man im kleinen Rahmen zusammen schöne Erlebnisse hat und versucht, auf kleiner Flamme zu überwintern, bis es vielleicht in ein paar Jahren wieder anders möglich wird. Und da wird eine brutale wirtschaftliche Krise kommen auf die Künstler. Im Moment gibt es Hilfsprogramme, die laufen irgendwann aus und irgendwann können wir nicht immer nur uns digital aufrüsten, sondern irgendwann müssen wir Rechnung bezahlen. Ja, und müssen vor Leuten spielen, die uns dafür Geld geben. Mhm. Da können wir uns digital aufrüsten, wie wir wollen. Und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Wer hält durch und wer nicht? Frau Schwarzkopf, was haben wir noch? Wir haben noch 2 Fragen momentan. Die eine ist von Herrn Michael Rosin. Ich glaube, alle 2 Minuten verhungert ein Kind. Weltweit gibt es Millionen Flüchtlinge, Hungertote. Wir treiben auf eine Klimakatastrophe zu. Die Frage ist der Mensch nicht der tödliche Virus für den Planeten Erde? Reißt die Corona-Zeit dem Kapitalismus seine soziale Maske vom Gesicht? Na, jetzt sind wir bei den ganz großen Fragen. Ich finde gut an der Frage, dass wir mal den Blick über uns selber hinaus weiten. Dass ja wirklich dieses eine Krise ist und eine Herausforderung ist, die überall auf der Welt da ist und die an anderen Ländern noch mal viel, viel massiver ist und sehr viel existenzieller ist. Die internationale Politik beeinflussen wird auf Jahre und Jahrzehnte, die Möglichkeiten zur Hilfe und beeinflussen wird. Sind Sie da auch so positiv, Herr Hawks, bei diesem Thema? Ach so, da muss ich ja hingucken. Ja, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich finde sie menschenverachtend. Ach, und, so ist sie aber nicht gemeint. Aber durchaus ein momentanes Standardthema, dass die Leute so einfach sagen, es ist sowieso alles hinüber und sich in solche Untergangsängste, überhaupt nicht, Untergangslüste sind zum Teil hineinsteigern. Das ist vielleicht eine Pathologie unserer Zeit. Ich glaube, das kann man auch gar nicht direkt beantworten, weil wenn jemand so fühlt, dann fühlt er so. Ich glaube, etwas anderes. Wir sind als Menschen immer durch massive Krisen gegangen und wenn wir uns mal vergleichen, eine solche, wie sie heute ist, im Vergleich zu dem, wie sie früher war, dann sind wir nicht ganz so hilflos. Das heißt nicht, dass wir nicht irren können. Das heißt nicht, dass wir nicht Fehler machen können. Das heißt nicht, dass wir nicht gigantische Probleme auf dem Planeten haben. Aber wir sind nicht hilflos. Wir haben Technologien, die uns auch irgendwann einen Impfschutz bringen werden. Wir haben Soziotechniken, die uns helfen können. Und diese Fortschrittsnegierung, die es ja in weiten Teilen der Bevölkerung auch inzwischen gibt, die halte ich für gefährlich, weil dadurch entsteht natürlich eine große Versuchung, dass man die Vergangenheit eigentlich für besser hält als die Zukunft.
Und als Vertreter gewissermaßen, also jeder redet ja hier auch als sein Lobby, sein eigener Lobbyist. Ja, ich bin der Vertreter der Zukunft. Nein. Ich glaube, es gibt eine. Und die wird nicht immer leicht zu erreichen sein. Und wir werden noch viele Kämpfe vor uns sehen. Aber wir werden uns eben auch oft wundern, wie viele Dinge gelingen können auf diesem Planeten. Und wenn wir diesen Blickwinkel nicht auf die Welt auch aufrechterhalten können, dann geben wir uns eigentlich selbst auf. Aber es geht darum, welche Zukunft wollen wir, und diskutieren wir zu verengt auf uns in Deutschland? Das finde ich schon sehr berechtigte Fragen, gerade wenn man optimistisch rangeht. Frau Schulz-Asche. Ja, ich finde auch, dass wir es manchmal sehr auf uns selber nur hier gucken und nicht global. Wir haben es mit einer Pandemie zu tun, das heißt, es ist ein globales Phänomen und von daher wird man es auch nur global bekämpfen müssen. Wir haben ja bestimmte Entwicklungen, die wir jetzt sehen in den USA, eher sozusagen einen Rückzug auf nationalistische oder nationale Lösungen bis hin zum Streichen der Mittel für die Weltgesundheitsorganisation. Und wir haben zum Beispiel einen Blick auf Afrika, der, wo ich ja lange gelebt habe, der mich auch stört, denn dort sind fast alle Länder sind dort zu Risikogebieten erklärt worden, obwohl die Infektionsraten relativ gering sind. Und die Frage, warum ist das eigentlich so? Liegt es nur an der jungen Bevölkerung oder liegt es daran, dass es sehr früh Lockdown in Ländern gab wie Nigeria? Die haben alle Infektionsraten, die relativ niedrig sind, auch entgegen aller Erwartungen. Und da nochmal genau hinzuschauen, was haben die denn vielleicht besser oder anders gemacht als wir? Das ist sicher einer der Punkte. Was mir ganz große Sorgen macht, ist die Frage der Impfstoffentwicklung. Wir haben jetzt eine Situation, dass der Großteil der Impfstoffe, die am Entwickeln sind, im Prinzip schon von den reichen Ländern vorab gekauft wurden. Und diese COVAX-Initiative, wo rund 150 Länder der Welt sich so zusammengeschlossen haben, um ihre Bevölkerung auch Zugang zu den Impfstoffen zu verschaffen, die stehen jetzt schon ein bisschen am Rande. Und die Frage ist, wenn die ersten Impfstoffe auf den Markt kommen, werden überhaupt diese Länder dann auch mit Impfstoffen versorgt? Das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir jetzt schon sehr viel Sorgen macht und wo ich finde, wo wir nicht nur als Deutschland, sondern als Europa vor allem auch, aber eben auch als Weltgemeinschaft eine Antwort darauf haben müssen, wie wir das schaffen, wenn die Impfstoffe fertig sind, wenn die kommen, nach welchen Kriterien man priorisiert. Wir reden nur über Deutschland, wir reden darüber, dass dann erstmal die Pflegekräfte, Gesundheitswesen, aber wir werden weltweites Problem lösen müssen mit den Impfstoffen und das macht mir im Moment sehr viel Sorgen, habe ich auch noch keine Antwort, aber wir werden keine nationalen Lösungen mehr finden und das ist vielleicht das Beste daran, dass wir wieder als international, als globale Gesellschaft zusammenwachsen müssen und die Nationalisten oder Nationaldenkenden eher hoffentlich Verliererposten sind. Frau Barlow, ich habe jetzt nicht genau registriert, ob Sie auch gerne was sagen möchten zu dem Thema. Naja, also wenn uns Corona eins gezeigt hat, dann, dass ein Virus nicht an Staatsgrenzen, an Ländergrenzen Halt macht. Und ich glaube, das kann uns vielleicht auch den Horizont erweitern, dass die großen anderen Probleme, die wir, wie gesagt, zu stemmen haben, wie die Klimaerwärmung und alle Umweltthemen, eben auch wirklich, wie Frau Schulz-Asche eben sagte, wirklich nur gemeinsam gelöst werden können, also international gelöst werden können. Und insofern, glaube ich, kann Corona diesen Beitrag zumindest geleistet haben, dass man einfach wirklich anfängt, mal darüber nachzudenken, dass wir heute in einer komplett vernetzten und globalisierten Welt nicht mehr jeder einzeln mit seinen Lösungen anfangen kann. Aber wie gesagt, da haben wir halt auch in Deutschland schon ein paar Hausaufgaben zu machen, wenn wir eben überall unterschiedliche Länderregelungen haben und Kommunalregelungen haben, da fängt es halt auch schon an. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich so in Gesprächen mit Kollegen doch wahrnehme, dass man das nicht nachvollziehen kann, dass jede Region, jedes Land, Bundesland, jedes Land in der EU eigene Regelungen hat. Also da, glaube ich, ist die Politik auch in Zukunft gefragt, viel größer zu denken. So, jetzt ist Frau Schwarzkopf wieder mit der nächsten Fragestellung dran. Ich will noch mal an die Zeit erinnern. Wir haben noch eine gute Viertelstunde etwa nach unserem uns vorgenommenen Plan. Das heißt, wer gerne noch intervenieren möchte, wer gerne noch ein neues Thema aufmachen möchte, sollte das jetzt langsam bei Frau Schwarzkopf abgeben. Legen Sie los. Ja, hier wird ein neues Thema aufgemacht vom Herrn Michael Opoczynski. Wie weit darf der Staat gehen beim Durchsetzen der Corona-Restriktionen?
Da sind wir bei der Frage Persönlichkeitsrechte, bei der Frage der Verhältnismäßigkeit. Die Diskussion haben wir nun tagtäglich. Gibt es darauf, Frau Schulz-Ascher, aus Sicht der Politik, haben Sie einen Eindruck, wie tief diese Debatte im Moment reicht? Mein Gefühl war, sie hat sich ein bisschen beruhigt in den vergangenen Wochen. Naja, das ist ja, wir haben ja, der Schutz der Bürgerrechte ist ja ein sehr, sehr hohes Gut und so eine Epidemie oder eben eine Infektionskrankheit, die sich so leicht überträgt, bedarf Regelungen, dass eben diese Übertragung das Gesundheitswesen nicht überlasten und dass man eben tatsächlich so die Infektionswege auch tatsächlich in den Griff bekommt. Aber die Frage der Bürgerrechte finde ich eine sehr, sehr wichtige, weil wir müssen, wir haben ja auch im Parlament diese Diskussion, auch im Bundestag haben wir die Diskussion, dass wir zwei Bevölkerungsschutzgesetze haben, die mit Mehrheit des Bundestages beschlossen wurden, die der Regierung sehr viele Freiräume geben, auch über Rechtsverordnungen, weitergehende Regelungen zu machen, die sehr stark in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger eingreifen. Die dann aber wieder von Gerichten überprüft werden. Ja, die von Gerichten, die Verordnungen eben, ja, aber im Einzelfall. Ob die eine gesetzliche Grundlage haben, das checken die Gerichte. Ja, aber unsere Forderung ja auch eigentlich von allen Oppositionsparteien ist, dass diese Verordnungen auch dem Parlament vorgelegt werden. Das heißt, dass es auch eine parlamentarische Kontrolle der Rechtsverordnung gibt und es nicht alleine von der Exekutive durchgeführt wird und dann natürlich im Einzelfall beklagt werden muss. Wir haben schon, glaube ich, auch als Opposition die Aufgabe, bei allen berechtigten Einschränkungen von Freiheiten darauf zu achten, dass sie eben auch erstens verhältnismäßig sind und zweitens eben, wenn sie überflüssig geworden sind, auch wieder beendet werden und nicht einfach stehen bleiben oder weiterwirken. Da könnte man noch einiges tun und ich finde, was eine Forderung auch gerade von uns ist, ich finde, dass die Maßnahmen im Einzelnen sehr viel besser wissenschaftlich basiert begründet werden müssen und da meine ich jetzt nicht nur Virologen und Mediziner, sondern auch Sozialwissenschaftler und andere wissenschaftliche Disziplinen, die einfach die Maßnahmen wirklich begleiten und auch evaluieren und daraufhin überprüfen, waren sie jetzt notwendig oder waren sie nicht notwendig oder hätte man sie anders machen müssen. Ich glaube, so eine wissenschaftliche Begleitung dieser doch ja sehr politisch im politischen Feld ablaufenden Diskussion würde, glaube ich, die Akzeptanz vieler Maßnahmen auch erleichtern, wenn man weiß, aha, wir haben eigentlich aus den vergangenen Monaten auch was gelernt, jetzt werden Maßnahmen angepasst, jetzt werden Rechtsverordnungen angepasst, vielleicht eben auch vorzeitig beendet, weil man gesehen hat, es ist eigentlich nicht notwendig und man kann mit einfacheren oder ja, niedrigschwelligeren Mitteln genau das Gleiche erreichen, wenn die Leute bereit sind, diese Maßnahmen mitzutragen, dann muss man sie nicht zwingen. Ich will nur mal an die drei anderen die Frage, nicht an jeden, aber nur wer will, stellen, den Lockdown mal beiseite. Der ist jetzt ein paar Monate her und da gab es ja in der Tat gravierende, grenzwertige Entscheidungen, auch was die Persönlichkeitsrechte betrifft, wo am Ende Gerichte zum Teil korrigiert haben, zum Teil bestätigt haben. Das müssen wir nicht nochmal diskutieren. Haben Sie denn den Eindruck, dass das, was zurzeit passiert, dass das unter dem Gesichtspunkt der Persönlichkeitsrechte okay ist? Oder sehen Sie da Probleme? Wenn keiner ein Problem sieht, können wir darüber hinweggehen, aber das, glaube, man sollte es nochmal ansprechen. Reiseverbot. Ich glaube, das ist Beherbergungsverbot und so weiter, ja, also nur um Stichwort zu geben. Ich glaube, dass da die Kommunikation ganz entscheidend ist, das zu vermitteln und immer wieder zu erklären und zu begründen. Auch wenn es einem zum Halse raushängt, muss man das, glaube ich, sehr beharrlich und immer wieder von Neuem erklären und vermitteln. Die Theater könnten ja ein Freiraum sein, wo das auch diskutiert wird und anarchisch konterkariert wird. Ja. Das wäre ein Feld, wo jetzt Dramaturgen in ihrem Element wären und Spielpläne entwickeln, wo das thematisiert wird, wo das diskutiert wird, wo das ausgelotet wird, weil auf der Bühne eben möglich ist, was bei uns auf der Straße nicht mehr möglich ist. Das ist vielleicht ein Impuls für die Kunst, da ein kleines Ventil vielleicht zu schaffen. Da hätte ich hier eine Frage, die ja, vielleicht ganz gut dazu passt. Ja.
von der Frau Jutta Rötsch an den Rötsch. Ja, an Herrn Quast. Ich habe Rötsch verstanden. Was kann die Kunst gegen Verschwörungsmythen tun, wenn die Aufklärung es nicht schafft? Sagen, naja, sie kann damit spielen. Sie kann es noch steigern. Sie kann es noch abstrusere Verschwörungstheorien entwickeln, dass man drüber lachen kann. Sie kann entlarven. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und ja, sie kann sich drüber lustig machen, dass man drüber lachen kann. Das ist doch eine schöne Aufgabe, die Künste unter anderem bieten könnten. Nicht nur bei Verschwörungsmythen. Kabarett lebt davon. Mag jemand, Herr Horx, Frau Barlow, dazu was sagen, zu Persönlichkeitsrechten, oder können wir zum nächsten Thema? Ja, zum Thema Persönlichkeitsrechte, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, wie auch eben gesagt wurde, man muss wirklich immer wieder erklären, vermitteln, dann, wenn es für die Menschen nachvollziehbar ist, dann halten sich daran auch, und dass es eben wirklich für die Phasen angewendet wird, wie Sie sagten, Beherbergungsverbot, wenn es halt auch angebracht ist, wenn wir in bestimmte Infektionstätigkeit geraten, aber dass es nicht pauschalisiert wird. Was immer ein bisschen kritisch gesehen wird, ist halt wirklich das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass es halt regional sehr unterschiedliche Entscheidungen gibt, weil dann wird es wieder in Frage gestellt, wenn man sagt, warum es macht es der eine Bereich, der eine Landkreis so, der nächste Kreis wieder anders. Und es muss halt auch vergleichbar sein. Ja? Wenn man sieht, was dann im Bereich des Fußballs möglich ist und was im Bereich des Theaters, der Kultur eben nicht möglich ist, dann sieht man auch schon, dass es doch auch zum Teil Lobbyentscheidungen gibt. Ich weiß, hier mache ich mich jetzt bei ganz vielen vielleicht auch unbeliebt, aber es ist schon manchmal nicht so ganz nachvollziehbar, warum einige Sachen erlaubt sind und andere wieder verboten sind. Frau Schwarzkopf, haben Sie... Haben Sie noch Fragen, haben Sie Anmerkungen? Eine letzte Frage habe ich noch vom Herrn Klaus Lengefeld von der GEZ. Die Corona-Krise und mehr noch die Klimakrise lassen sich nur lösen, wenn der Wachstumsfetisch aufgegeben wird und wir Wirtschaft ohne Wachstum gestalten. De facto wird aber zurzeit in Hessen an Wachstumsprojekten wie zum Beispiel dem Bau des dritten Terminals am Flughafen Frankfurt oder der A49 festgehalten. Müssten nicht gerade die Grünen hier das Ruder herumreißen und diese Projekte stoppen? Denn der Koalitionsvertrag wird ja wegen Corona auch in anderen Punkten, zum Beispiel der Schuldenbremse, aufgekündigt. Eine Frage an die Grünen. Ja, die beantworte ich ganz gerne. Das ist natürlich eine, ich bin ja selber mal viel und oft demonstrieren gewesen, auch auf Demonstrationen, die von vornherein auch aussichtslos waren. Ich finde es auch ein wichtiges Moment, dass wir eine Jugend haben, die tatsächlich massiv sich dafür einsetzt, dass wir tatsächlich zum Wandel kommen. Wir wissen alle, das ist ja auch schon angesprochen worden, dass wir mit der Art und Weise, wie wir im Moment wirtschaften und unsere Umwelt zerstören und das Klima zerstören, dass es so nicht weitergeht. Und deswegen ist es auch richtig, dass man eben sehr überhaupt, dass man die Mobilität neu denkt, dass man Wohnen neu denkt, dass man Stadt neu denkt und so weiter. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Die beiden angesprochenen Bereiche, ich selber wohne ja in meinem Taunuskreis, wir hatten das ganze Thema schon mit der Landebahn vom Flughafen, die gebaut wurde, als alles durchgeklagt war. Wenn alle Instanzen, wenn alle drei Gewalten in Deutschland eine Entscheidung getroffen haben, ist es sehr, sehr schwierig, die zurückzuholen. Das ist einfach so. Und deswegen ist es für uns natürlich eine ganz schwierige Situation. Aber ich finde, dass wir in einem Rechtsstaat, wenn die auch gerichtlich alles durchgeprüft ist, dass es halt sehr schwierig ist für einen Minister, der immer einen Eid auf die Verfassung und auf Recht geschworen hat, da anders zu handeln. Trotzdem finde ich, dass es richtig ist, es zum Thema zu machen. Die Frage, ob wir dieses Autobahnstück tatsächlich brauchen. Wir Grünen waren immer der Meinung, dass wir das nicht brauchen. Wir hatten das Thema bei der A44, da war das gleiche Thema. Das heißt, wir haben in Hessen eine ganze Reihe von Autobahnen, die meiner Meinung nach überflüssig sind und die auch in den letzten Jahren tatsächlich falsche Entscheidungen waren in eine falsche Mobilität. Wir haben das Problem mit der Bahn, dass Strecken stillgelegt wurden, dass stattdessen Straßen gebaut wurden, anstatt wirklich auf einen
sehr gut ausgebautes öffentliches Nahverkehrssystem zu setzen. Das brauchen wir immer noch, das haben wir immer noch nicht in Hessen. Wir haben im Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel fehlt eine Ringbahn. Ich weiß nur. Aber jetzt reden Sie ein bisschen wie Opposition. Nein, ich rede nicht wie Opposition. Ich rede darüber, dass wir zum Beispiel seit Jahren versuchen, eine Ringbahn hinzubekommen. Und die Regionaltangente West ist ja ein gutes Beispiel dafür, was daran an vielen lokalen Problemen und Widerständen auch scheitert. Aber eigentlich bräuchten wir im Rhein-Main-Gebiet eine Ringbahn, dann bräuchten wir nicht mehr über Autobahnen reden. Wir brauchen eine Infrastruktur, eine neue Form von Mobilität, von Fahrradwegen, von auch besseren Fußgängerwegen und vom öffentlichen Nahverkehr. Und die Struktur muss man aufbauen. Und dass da ein Druck von jungen Leuten kommt, finde ich völlig richtig. Das hindert uns, kann uns aber nicht dazu führen, dass wir, wie gesagt, gegen alle durch alle Instanzen durchgeklagte Projekte können wir ja nichts mehr machen. Das ist eine Bundesautobahn. Allein der Name sagt schon, dass der Bund dafür zuständig ist. Und die Landesregierung ist ja rein ausführende Instanz. Das heißt aber, dass man die Diskussion führt und dass man darüber diskutieren muss, dass diese Entscheidungen, die da in der Vergangenheit gefällt wurden, falsch sind, das finde ich richtig. Weil wir brauchen ja dringend Handeln, um den Klimaschutz voranzutreiben. Und das sind Projekte, wo man überhaupt nur vorwärts kommt, wenn man das konsequent in Regierungen macht. Aber so eine außerparlamentarische Opposition, wie gesagt, ich war früher auch mal so, als ich noch nicht im Parlament saß und noch sehr viel jünger war, war ich auf jeder Demo, die es gab, weil es natürlich auch zur Demokratie dazugehört, dass es junge Leute gibt, die ihre eigene Zukunft einklagen und dafür auch laut und deutlich werden. Herr Horks, ich möchte die Wachstumsfrage nochmal an Sie weitergeben. Das ist ja für manche Leute fast eine fast religiöse Frage. Leute, die sich ohne Wachstum keinen Fortschritt vorstellen können und andere, die sich mit Wachstum keinen Fortschritt vorstellen können. Was sind Sie da für einer? Also ich glaube, dass die Corona-Krise beleuchtet hat und nochmal freigestellt hat und sichtbar gemacht hat, dass wir tatsächlich in einer Steigerungskrise leben, und zwar von allem. Stopp, Sie sind gerade verzerrt. Stopp, Herr Horks, jetzt geht's wieder. Gefühlen, von Emotionen, und das führt zum großen Teil durch diese Disruption, die wir erlebt haben, eben auch zu einer Revision. Und diese Revision ist im Prinzip ja gar nicht so schwierig. Wir machen es uns nur deshalb immer so schwer, weil wir in diesen Entweder-Oder-Kategorien denken. Ich glaube zum Beispiel, dass man eine Ökonomie, eine gesellschaftliche Ökonomie auch wachsen lassen kann mit anderen Dingen, als Autos, als Dingen. Und das ist, im Grunde genommen wissen wir das schon seit vielen Jahren. Das Problem ist nur, dass unser Hirn so atavistisch geprägt ist, dass wir immer nur auf diese Linie des alten Bruttosozialprodukts starren. Es gibt jetzt aber viele Länder, die auch damit ganz erfolgreich sind. Das fängt bei Island an und hört in den asiatischen Ländern nicht auf, die jetzt einen anderen Index versuchen. Also einen Wohlstandsindex, der sich am Wohlergehen der Menschen, an der Bildung, das hat dann nicht immer was zu tun mit dem direkten Konsumwohlstand. Aber wenn wir uns einfach nach anderen Kriterien richten würden, dann würde diese ganze verfluchte Debatte ja aufhören, weil das treibt ja nur die Menschen gegeneinander. Also ich erlebe das immer in allen Diskussionen, die sagen, wie kann man ohne Wachstum überhaupt überleben? Ja? Wir überleben ja gerade ohne Wachstum. Ist uns das schon aufgefallen? Also wir haben 10% Wirtschaftskraft verloren, aber wir sind immer noch nicht tot. Und die Weltwirtschaft ist auch nicht abgestürzt, wie es uns die alten linearen und ich glaube vergangenen ökonomischen Theorien letztendlich immer noch suggerieren. Ich glaube, das beginnt im Kopf. Also wir müssen einfach aufhören, uns zu fixieren an solche Modelle, an solche Frames, die in der Vergangenheit unser Denken geprägt haben, nämlich in dieser industriellen Aufwindgesellschaft nach dem Krieg. Davon können wir uns längst verabschieden. Und ein Stück dieser Gelassenheit, und damit würde ich auch nochmal zurückkommen auf die Frage, haben wir Unsicherheit gelernt? Das kann man nicht für jeden sagen, natürlich nicht. Aber ich glaube, die Gesellschaft hat schon ein bisschen verstanden in vielen Bereichen, dass diese Engführungen, diese Zuspitzung, diese Wenn und Dann und Aber, dass das alles nicht so richtig funktioniert hat und dass wir uns letztendlich in der Krise doch bewegen konnten. Also dass wir, ich glaube, dass wir, jetzt gibt es nochmal eine zweite Welle und es wird nochmal schwierig und alle können wieder jammern und schimpfen.
Aber wenn die abklingt, werden wir auch ein Stück weit auch ein, ich glaube so, auch einen Zugewinn haben an Selbstverständnis. Wir können sowas auch aushalten. Und wir können sowas auch generieren in vielleicht auch neue Ideen. Also ich sehe das jedenfalls auch bei ganz vielen großen Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich kann Ihnen versichern, die dritte Startbahn oder das fünfte Terminal und all diese ganzen großen Projekte, die noch aus dieser alten Steigerungsform stammen, die werden heute eigentlich im Hintergrund schon still beerdigt. Ja? Da braucht man gar keinen politischen Widerstand mehr dagegen, weil die sich einfach nicht mehr rechnen werden. Jetzt hat Frau Schwarzkopf doch noch eine Frage, das ist dann aber die allerletzte, weil wir sonst aus dem Zeitkorridor fliegen. Wer fragt was? Thomas Kasper fragt den Herrn Horks, wer könnte die von ihm beschriebene positive Vision umsetzen? Was wäre dafür notwendig, um eine positive Vision in einer Krise Wirklichkeit werden zu lassen? Herr Horks, klären Sie uns auf. Ich verstehe die Frage nicht ganz, weil das kann ja nur Sie sein, also der Fragesteller. Fangen Sie damit an, jeden Tag. Sie sind in verschiedenen Systemen in dieser Welt unterwegs, in Ihrer Familie, mit anderen Menschen. Sie konsumieren oder Sie verbrauchen Dinge oder gebrauchen Dinge. Es gibt unfassbar viele Dinge, die man verändern kann. Es ist nur eine Bedingung, dass wir daran glauben, dass es überhaupt Zukunft gibt. Ja? Also wenn wir uns, wie gesagt, wenn wir uns alle selber quasi selbst verachten und wegschmeißen, dann wird daraus nichts. Das ist ja immer mein Credo. Und wenn das viele werden, ich habe das in meiner Lebenszeit erlebt. Ich bin ja in Frankfurt aufgewachsen, in einer damals sozialrevolutionären Bewegung in den 70er, 80er Jahren. Und ich fand nicht, dass wir so furchtbar erfolglos waren. Ja? Also wir haben jetzt eine Zeit, in der viele Dinge versucht werden, wieder rückzudrehen. Aber es gab ja durchaus eine Zeit, in der tatsächlich auch gesellschaftliche Kohärenz, gesellschaftliche Vielfalt, Wachstum der Kultur, Toleranzen, dass die damals gewachsen sind. Und wenn wir das damals hatten, warum sollen wir es jetzt nicht können? Aber dafür braucht es vielleicht auch ein bisschen Widerspenstigkeit, Rebellion, Fantasie. Wir haben uns damals Spontis genannt. Und vielleicht ein bisschen spontaner zu reagieren, wäre für uns alle ganz toll. Es gibt noch Spontis in Frankfurt. Herr Horks, die Frage kam vom Chefredakteur und er hat während Ihrer Antwort mehrfach genickt. Insofern wird die FR mit Sicherheit in diese Richtung weiter spontan sein. Ich verweise auf unser Motto, das im Hintergrund hängt. Weiß nicht, ob Sie das gehört haben in Wien, aber das Motto Zukunft hat eine Stimme der FR ist ja, ich würde fast sagen, eine Kampagne der Zeitung. Und in die Richtung, glaube ich, sind wir uns dann ja auch wahrscheinlich einig. Ich will in der Schlussrunde nochmal mit Ihnen reden über die Zukunft. Und zwar jetzt mal Glaskugel. Wenn wir ein paar Jahre weiterdenken, in welcher Gesellschaft werden wir leben? In einer sich lähmenden, in einer immer noch eingeschüchterten, denn das ist sie ja im Moment teilweise, oder gibt es Dinge, die Sie schon erkennen können? Ich weiß, Herr Quast, Sie haben vorhin gesagt, die Veranstaltung kommt ein bisschen früh. Ich habe nach der spannenden Diskussion nicht das Gefühl, dass sie zu früh kommt. Ich glaube, wir sind genau an dem Punkt, an dem wir uns alle gerade Fragen stellen, im kleinen wie im großen Kreis. Wenn Sie jetzt mal versuchen, eine Zukunftsgesellschaft zu beschreiben, aus heutiger Sicht betrachtet, wo werden wir in ein paar Jahren sein, Herr Quast? Ja, das ist schwierig. Vielleicht ist vielleicht eine Hoffnung, dass uns bewusster geworden ist, was wirklich wichtig ist. Und um diese Dinge werden wir uns dann auch gekümmert haben oder vermehrt kümmern. Das kann man nur hoffen, dass uns das bewusst geworden ist. Ob da dann die Künste dazugehören. Hoffentlich. Hoffentlich, aber ich denke, diese Frage ist offen. Sie sind so pessimistisch. Ja, ich nehme mit von heute, dass Wandlung auf der Tagesordnung steht und es wird Neues entstehen, aber wo die Reise hingeht, wage ich nicht zu sagen.
Frau Schulz-Asche. Ich glaube, dass wir mit einem höheren Maß an zwischenmenschlicher Solidarität aus dieser Krise herauskommen, weil sich solche Netzwerke bilden und ich glaube, dass die auch dauerhaft sein können. Ich hoffe, dass es auch internationale Solidarität gibt, weil eine Pandemie ist halt eine globale Angelegenheit. Und wenn man schaut, welche Kriege auch gerade jetzt wieder forciert sind oder ausbrechen, dann ist es, glaube ich, auch klar, dass wenn wir wirklich eine Zukunft haben, dann muss es auch eine internationale Solidarität geben gegen diejenigen, die versuchen, den Frieden in bestimmten Regionen zu zerstören oder auch bestimmte Rassismus und so weiter. Also ich glaube, dass wir tatsächlich eine solidarischere Gesellschaft haben werden, sowohl im Kleinen als hoffentlich auch im ganz Großen. Frau Barlow. Ja, also ich würde auch eher positiv nach vorne gucken wollen und sagen, wir müssen halt aus diesem Coronavirus lernen, dass wir wirklich die globalen Herausforderungen gemeinsam in der Welt angehen und dass wir uns da wirklich auch das Thema Umweltschutz zur Brust nehmen und daran gemeinsam arbeiten. Und ich denke mal, Corona zeigt, dass man gemeinsam eine Menge erreichen kann. Und ich hoffe, dass das auch die Menschheit daraus lernt und eben nicht mit Vorwürfen, wie teils der amerikanische Präsident jetzt auch beim Coronavirus nur agiert und vielleicht noch Kriege forciert, sondern dass wir wirklich versuchen, gemeinsam positiv nach vorne zu gucken und auch in einer friedlichen Gesellschaft leben. Herr Hawks. Ja, die nächsten 10 Jahre werden ziemlich turbulent. Ne? Das ist, glaube ich, vorauszusehen, ohne sich groß anzustrengen. Trump wird abgewählt und wenn er nicht abgewählt wird, wird er vom Pferd fallen und seine Gesellschaft dabei zerstören. Und das wird aber wiederum auch einen Öffnungsraum geben. Und in diesem Jahrzehnt kommt es drauf an. Also es kommt darauf an, ob wir es schaffen, diese ansteigende Kurve von Carbondioxid in der Atmosphäre zu stoppen. Und es ist nach dem, was wir wissen in der systemischen Prognostik, nicht unwahrscheinlich, dass wir das hinbekommen. Die Zahlen sind teilweise gar nicht so schlecht. Das ist ja so, die Medien haben natürlich immer das Übergewicht des Warnenden und Negativen. Aber es gibt auch viele Effekte und Prozesse auf dieser Welt, die gar nicht in so eine schlechte Richtung gehen, wie wir glauben. Und im Moment dreht sich das natürlich wie so ein Strudel. Da glauben wir wieder, dass die Welt untergeht. So ist der Mensch. Aber es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir in der Mitte dieses Jahrzehnts schon erleben werden, dass die Kurve kippt. Ja, also Gefahr hin, dass Sie mich erschlagen. An was werden wir scheitern? Wir werden nicht scheitern. Also das hängt natürlich eben daran, das hängt davon ab, ob man sich dafür committet, ob man sich entscheidet. Ja? Wenn wir alle nur zu Betrauerern und Bejammerern werden, wie das natürlich in unseren Kommunikationsstrukturen sich auch abzeichnet, dann ist es schwierig. Aber ich glaube, dass es unheimlich vitale Kräfte auf der Welt gibt. Das wurde ja auch schon gesagt, gerade in Afrika, wenn man da ein bisschen unterwegs war, weiß man, das ist ein Kontinent, das ist nicht nur ein Land und es ist auch nicht nur Elend, sondern da passieren ganz andere Dinge. Und das erfordert aber, dass wir uns in unseren Welthaltungen auch verunsichern lassen, dass wir uns auch wundern und staunen können darüber, was möglich ist. Und das können Menschen. Und das ist eine Kraft, auf die ich vertraue. Also ich würde eine Wette eingehen, dass wir am Ende dieses Jahrhunderts, dass wir da in der Tat auch Licht am Ende des Tunnels der Globalerwärmung sehen. Und wenn wir so denken, also aus der Zukunft raus denken, glaube ich, können wir uns auch noch mal motivieren, nicht uns nur dauernd unangespitzt in den Boden zu rennen, sondern unseren Teil dazu beizutragen. Und das gilt auf jeder Ebene, von Individuen, von Gruppen, von Gesellschaften, dem Commitment auch der Industrie, der Wirtschaft. Und ich finde, da ist viel, viel, viel in Bewegung. Danke. Mir bleibt nur noch mal die 4 Mitdiskutierenden zu loben und Sie als Publikum. Wenn man in die Gesichter schaut, mein Gefühl war, dass es Sie so gepackt hat wie mich. Nämlich, dass man ständig nachdenkt über das, was gesagt wird, weil wir wirklich da in gewisser Weise auch in einer neuen Situation sind. Und dass wir uns gegenseitig helfen, nicht nur zu verstehen, sondern auch Wege zu suchen und zu finden. Und ich fand, jedenfalls so habe ich Ihre Gesichter gelesen, ich fand eine ungeheure Aufmerksamkeit im Saal und freue mich darüber sehr, weil es das, was wir brauchen, ist,
Das ist das, an dem wir ansetzen müssen. Nehmen Sie diese Wachheit mit in den Alltag. Und natürlich muss ich Ihnen vieren sagen, Sie waren sich in ein paar Punkten nicht einig, aber Sie waren alle konstruktiv und Sie waren alle, Sie haben uns begleitet auf dieser Suche und Sie haben uns verschiedene Facetten davon gezeigt. Manche sagen ja bei solchen Veranstaltungen, du musst dich auf ein Thema konzentrieren und darfst nicht springen. Ich finde, bei diesem Thema muss man in diesen Zeiten springen und muss die Facetten deutlich machen, die es hat. Wir haben gar nicht über Schule geredet und es gibt ja noch viel mehr Facetten dabei, über Jugend, über Kindheit in diesen Zeiten. Das zeigt, wie umfassend die Herausforderung ist, aber ich glaube auch, wie stark wir gemeinsam als Gesellschaft sind, als aufgeklärte Gesellschaft, damit umzugehen, hoffentlich produktiv, gewiss auch mal auf Irrwegen in den nächsten Jahren, das mag es dann auch geben. Und vielleicht werden wir auch, Herr Horx, an der einen oder anderen Geschichte scheitern, aber niemand scheitert für immer, sondern mit jedem Scheitern wird man klüger und beim nächsten Anlauf schafft man es vielleicht. In dem Sinne, danke für diesen super spannenden Abend, bleiben Sie gesund und tragen Sie die Neugierde mit in den Alltag und vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder, hoffentlich dann in einer noch etwas näheren Situation. Schönen Dank und kommen Sie gut nach Hause. So. Tschüss Ihnen beiden.